richten als Allah. Und immer wieder sagt er das und wiederholt das in unzähligen Versen des Korans. Und dann sehen wir auf einmal, dass die Hadithe, dass der Mohammed sagt in einem Sahih-Hadith, dass der Herr Jesus Christus als Richter der Welt kommen wird. Als Richter! Dann fragen wir uns allen Ernstes, ja, dann teilt der Allah schon wieder seine Allmacht, Allwissenheit und alles Mögliche nur mit Jesus. Das ist der Wahnsinn. Ich sage euch, ihr Muslime, ihr wurdet von Allah getäuscht. Ihr wurdet von Allah getäuscht. Danke. Ihr wurdet allesamt getäuscht vom Widersacher. Hast du gesehen, wie sie Alvaro bedrängt haben, nachdem er Jesus angenommen hat? Ja, natürlich. Natürlich habe ich das gesehen. Das war auch Riesenchaos da. Ne? Also, man holt nicht so 6, 7 Leute und lässt alle querbeet reden. Man holt eher einen und lässt dann in einem ruhigen Verfahren dann reden. Natürlich kann es hier und da hitzig werden, aber wenn 8 Leute quer durchreden, dann wird es ja wahnsinnig, wirst du da. Ja, natürlich, der Alvaro hat sich dann Gedanken um seine Ewigkeit gemacht. Das ist das letzte Gespräch, als ich mit dem das geführt habe. Danach hat er sich entschieden für Jesus Christus, heftig, ne? Und er hat sich für Jesus entschieden. Da siehst du, auf der anderen Seite hast du so eine gehirngewaschene Nicole mit ihren 150.000, die auf einmal Werbung für den Islam macht. Und dann hast du aber auch Alvaro, der auch mit 150 oder 60.000 Werbung für Jesus Christus macht. Siehst du? Das ist wie so ein Tauziehen. Merkt ihr? Die Kämpfer des Lichts mit den Kämpfern der Finsternis, ne? Krieger des Lichts und Krieger der Finsternis. Shlomo war gut. Gestern. Ist das Shlomo. Armin, willst du nicht bei der Debatte bei Alvaro teilnehmen? Wo, wann? Ja. Wer will mit Dr. Sheikh Abu Hamid darum diskutieren? Wer will da diskutieren? Wer? Wer will darum diskutieren? Heute 20 Uhr. Ah, dieser Taurin, ne? Taurin. Ja. Sollen wir mal darum diskutieren, nicht? Sollen wir mal darum diskutieren? Wenn sich schon einige Leute da hingestellt haben und diskutieren wollen, dann ist das doch okay. Der Typ stellt sich dahin, als wäre der so der übelste islamische Apologet und weiß noch nicht mal, wer Al-Burak ist. Unglaublich, der Typ. Nicht mal 2 Wörter Englisch versteht. Muss ich denn jetzt hin hier? Ey, Mann. Kann doch wohl nicht wahr sein. Bin ich schon wieder hier gelandet, ey. Ganz kurz mal was gucken hier nebenbei, ich bin gerade abgelenkt.
Nee, Lucky Lucky machen. Lucky Lucky. Denn die Mossad-Agenten, wo haben die Mossad-Agenten mich denn hingeschickt? wo muss ich hier hin? Wo muss ich zu meinem Mossad-Agenten? So, was haben wir denn hier? Aha. Mossad Shlomo, aha, okay. Nein, Mossad Shlomo ist es nicht. Mossad Shlomo, was war das? Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Du, Amir, kennst du die Stelle Genesis 6,6? Ja, Gott reute. Genau. Ja. Aber, ehrlich gesagt, wo ich das gelesen habe, hat mir das auch ein bisschen zum Nachdenken gedacht. Weil bereuen, ne, das heißt, wie kann Gott seine Schöpfung also bereuen? Er wusste doch schon vorher, ist ja allmächtig. Aber wenn man eine Wortstudie unternimmt, dann heißt das hebräische Wort, das heißt gar nicht bereuen, das heißt traurig. Ja genau, Gott zeigt ja auch Emotionen. Der Herr hat uns ja mit freiem Willen ausgestattet. Und wenn zum Beispiel die Menschen sich für einen ekelhaften Weg entschieden haben, natürlich macht den Herr das traurig, verstehst du? Genau. Das heißt bereuen, das hat null damit zu tun, dass halt Gott wie so ein Mensch, ach, hätte ich die Menschheit nicht. Nein, das ist falsch. Weil ich hatte letztens auch eine Diskussion. Die Leute machen sich ja keine Gedanken darum, wie man mit der Bibel umzugehen hat. Wortstudien unternehmen, was könnte man noch daraus machen, wie ist der Satz wirklich zu verstehen und. Genau, ein bisschen tiefgründiger nachdenken, ne? Genau, und der Pierre Vogel meinte zu dem Satz, da hat er gesagt, ja, da merkt man, dass die Tora verfälscht wurde, weil Gott kann nicht bereuen. Er selbst hat noch nicht mal eine Wortstudie unternommen und redet sowas, ne? Das ist echt traurig. Ja, aber sein Allah ist doch auch ständig am bereuen. Er macht auch die ganze Zeit Tauber. Bereuen heißt ja Tauber machen. Genau. Und der Allah sagt in sehr vielen Versen, dass er selber Tauber und die Tauber der anderen annehmen wird. Er macht Tauber und er ist derjenige, der reumütig den Menschen sich zuwendet. Genau. Aber es ist schade, Amir, weil wieso benutzt man das Wort? Also ich habe auch, die Schlachter ist ja eigentlich wirklich eine gute Übersetzung, sagen wir mal so. Aber ich verstehe nicht, wieso die dieses Wort eingefügt haben, weil das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, ob man bereut oder traurig ist. Aber weiterhin nutzt man dieses Wort bereuen, weil wenn das viele lesen, denken sie, vor allen Dingen Muslime sagen dann, ach, guck, ne? Ich verstehe das nicht, warum, ne? Ja gut, Gott kann ja auch einen Ausdruck der Reue zeigen, ne? Wie nennt man das? Gefühle ausdrücken, verstehst du? Der Herr drückt Gefühle aus. Er ist ja ein Wesen, das auch Gefühle hat. Das natürlich traurig ist, wenn wir uns zum Beispiel für einen sehr, sehr bösartigen Weg entscheiden. Aber wie der glücklich ist, Gott kann ja auch glücklich sein damit, dass du auch wieder zurückkehrst zu ihm. Genau. Ne? Aber diese 6,6 heißt nicht, dass Gott bereut, so wie ein Mensch in dem Sinne, ach, hätte ich mal bloß die Menschheit nicht geschafft. Nein, weil viele verstehen das so, das ist falsch. Ja genau, der Herr bedauert, dass die Menschen sich für so einen Weg entschieden haben. Genau, natürlich zeigt er ein Wind, diese Trauer in sich und alles, verstehst du? So wie der Herr das ist. Der Herr ist ja auch Liebe. Ja, das wollte ich nun mal erwähnt haben, weil viele
TikTok-Missionare, der bauen sich auf diesen Satz, auf diesen Vers drauf auf, in dem Sinne, ach guck, die Bibel und hier und da und ne, wollte ich halt nur mal klarstellen, dass das nicht ja, bereuen das, halt, indem sie. Leute, ne? Warte ganz kurz. Merkt euch das, wenn die Muslime mit 1. Buch Mose, Kapitel 6, was war das? 3. Buch Mose war das? Numeri? Genesis 6, okay, 6. Also 1. Buch Mose 6, 6. Wenn sie also mit diesem Vers kommen, dann könnt ihr ihnen entgegenbringen und sagen, ist das ein Grund, Gott abzulehnen, weil er Emotionen zeigt und menschliche Eigenschaften sozusagen an den Tag legt? Würdest du das, wenn du das bei Allah gleicherfalls siehst, würdest du den Islam verlassen, wenn er sagt, ja, zeigt in Sure 2, 256, La ikraha fiddin, es gibt keinen Zwang im Glauben. Und dann zeigst du den Tafsir von Ibn Kathir. Er sagt, Allah wundert sich, warum Menschen mit Ketten ins Paradies geführt werden. Allah wundert sich. Er wusste Allah nicht, dass diese Menschen mit Ketten ins Paradies geführt werden. Sollen wir jetzt so dämlich vorgehen? Marim, was war das für ein Vers nochmal? Sure 2, Vers 256. Allah wundert sich über Menschen, die mit Ketten ins Paradies geführt werden. Okay, ja, da kann man mit diesem Vers... Natürlich. Also wenn du den Ausdruck Gottes... seine Emotionen und alles Mögliche, das als Ablehnung Gottes siehst, dann muss er Allah ablehnen, weil er wundert sich ja auch. Und er drückt auch seine Emotionen im Koran ja aus, gegenüber der Menschheit. Genau. Willst du jetzt also Allah ablehnen oder wie willst du das Ganze jetzt machen? Was willst du machen? Ja. Ja, vielen Dank, Amir. Okay, alles klar. Gott segne dich und deine Familie. Danke, gleichfalls. Ciao. Ciao. So, da bin ich wieder. Ja, in was für eine Gesellschaft wir hindriften. Da muss ich auch wieder gerade darüber nachdenken. Wie kaputt. Da gibt es Leute hier in den Schulen, so Kids, 15, 16 Jahre, die wollen Scharia durchsetzen. Wollen die anderen muslimischen Kinder so fertig machen, die nicht nach dem Islam leben. Und Andersgläubige zu ihrem Glauben bewegen, also nach dem Motto, ihr nehmt den Islam an, bevor wir eines Tages die Mehrheit bilden und dann musst du dich unterordnen. Ne? Das ist das. Ja, wenn jetzt zum Beispiel die Mehrheit in den Schulen fast schon muslimisch ist, dann siehst du, wie sich das System nach und nach für die Muslime entwickelt. Das beste Beispiel ist ja auch dieses Ramadan. Ne? Ihr seht ja, vor einigen Jahren war es ja noch undenkbar. Aber weil Muslime immer weiter gewachsen ist, die muslimische Community, hat die Stadt natürlich direkt gehandelt und Ramadan hier und da und jenes, ne? Das ist krass. Ich habe letztes Mal einen kleinen Ausschnitt gesehen, wo jemand das nochmal richtig auf den Punkt gebracht hat. Dass wenn die Muslime immer weiter wachsen, sie fordern und das System sich dann ihnen anpasst, weil sie die Mehrheit bilden, ne? Das da durfte eigentlich nie geschehen, das, was jetzt geschieht. Man hätte ihnen klare Signale senden sollen und sagen, nein, so wie ihr niemanden Religionsfreiheit gewährt, so dürft ihr als Religionsgemeinschaft auch niemals in irgendeiner offenen Gesellschaft akzeptiert werden. Weil wir sehen, was eure Schriften für einen Wahnsinn beinhalten. Wir lassen es niemals zu, dass ihr hier Religionsfreiheit genießt. Ihr dürft weder Werbung für eure Religion machen, ihr dürft das in euren Wohnungen ausleben. Ihr könnt euch gerne mit euren Leuten treffen und hier ein bisschen beten und so. Solltet ihr wagen, Werbung außerhalb eurer Wohnung für den Islam zu machen, steht es unter Strafe, weil ihr Menschen dadurch gefährdet. Und wir wollen dieses System niemals durch irgendein anderes System, was natürlich menschenverachtender nicht geht mit der Scharia, wollen wir hier etablieren. Niemals. Ja, hol Muslime hoch, Rami. Hol Muslime hoch. Guck mal, wer hier kommt. Ein Kind. Hallo, mein Lieber. Ja. Kennst du mich noch? Ja, du bist doch der sehr viel Kamelurin zu sich nimmt, ne? Nein, bin kein Sunni, alles gut. Achso, dann bist du ja derjenige, der die Pisse und die Kot von seinem Imam und isst und trinkt, ne?
Das sagst du jeden Tag, aber hast mir seit einem Jahr kein Hadith dazu gebracht. Ja, kann ich dir sofort geben, kein Problem. Danke, mein Lieber. Ja, pass auf. Kannst du das gleich in die Kommentare unten schreiben, damit ich einen Screen machen kann und nachgucken kann? Ja, wir können das gleich machen. Ich dachte, du bist ja am Fasten. Heute nicht. Ach so, stimmt ja. Morgen bist du wieder am Fasten, ne? Mal gucken, wenn es mir besser geht. Ah, okay, sehr schön. Wundervoll. Machen wir weiter so. Ja. Einer der bekannten Schiiten mit dem Namen Mullah Zain al-Abidin al-Kalbakani sagt in seinem Werk Anwar al-Wilaya auf der Seite 330 bis 339, vielleicht ist es ein Zeichen, dass von dem Unschuldigen gemeint ist Ali, dass sein Blut, Urin und Kot sauber und rein ist. In dieser Angelegenheit gibt es Meinungsverschiedenheit, aber was stimmt ist, so wie er sagte, dass der Kot und der Urin rein sind. Also ist das Blut, Urin und der Kot von reinen, unschuldigen Menschen wie Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, und dergleichen rein. Und es gibt nichts Schlimmes daran. Weiter schreibt er, beim Gebet muss man sich vor denen nicht fernhalten. Warte. Fernhalten. Dessen Urin und Kot riecht sehr schön, und wer sogar deren Urin und Blut trinkt, den Kot isst, für sie hat Allah das Höllenfeuer für verboten erklärt und sie kommen ins Paradies. Anwar al-Wilaya, Seite 330 bis 339. Sehr schöne Religion hast du. Schön ja, kacken und dein Imam und kacken und Bibi. Kannst du das in den Kommentaren schreiben? Du kannst ja, ich buchstabiere es dir. Du weißt ja, wie Anwar geschrieben wird. A-N-W-A-R. Anwar, ja. Anwar al. Wilaya. W-I-L. A-Apostroph. W-I-L. W-I-L. A-Apostroph. Y-A. Ja. Seite 330 bis 339. 330 bis 339. So. Also. Schön, schöne Religion. Nicht Bihar al-Anwar, Mann. Habe ich gesagt Bihar? Ich weiß, welches Buch du meinst. Ja, ich weiß, von welches du meinst. Dieses, ja. Ich muss mir das nach, ich muss nachgucken. Und dann komme ich wieder hoch. Und ja. Okay, bis später. Gib mir da 10 Minuten dann. Müsst ihr euch mal vorstellen, die essen die Kacke und die Pipi von ihren Imamen. Die Scheiße und die Pisse von ihren Imamen fressen. Und dann wird das Höllenfeuer denen verwehrt. Genau wie als Mohammed in seine Schale abends urinierte und die Sklavin sein Pisse getrunken hat und Mohammed, anstatt er sich ekelt vor der Frau und sagt, bist du krank, was trinkst du meine Pisse? Da sagt der Mohammed eiskalt, diese Frau hat sich mit meiner Pipi das Höllenfeuer verwehrt, eine Schutzmauer gebildet. Habt ihr das gesehen? Danke. Also man kann sich im stell mal vor, man müsste der Nicole das sagen. Nicole, wenn du die Pisse und den Kot und den Urin von den Imamen trinkst und isst, dann wird dir das Höllenfeuer verwehrt. Mach mal ein Video, wo du mit 150.000 Abonnenten den Leuten näher erklärst, dass du die Pisse und die Scheiße von Imamen trinken kannst und essen kannst im Islam. Dass du dir unter Umständen einen Dildo reinhämmern darfst. Nicole, Al-Ikrimbic heißt das. Nicole, ist das die Religion, wo du deine kleinen Kinder verfrachten möchtest, Nicole? Al-Ikrimbic? Möchtest du mal über diese Themen reden, Nicole? Ja? Ein Lebensteil, das so geformt ist wie ein PNIS? Was ist denn der Unterschied zwischen euch und Beate Use-Kanal? Was ist der Unterschied zwischen Islam und Beate Use? Fass mal.
Und deine gehirngewaschene Freundin ist doch dreimal, zehnmal schlimmer wie du. Unfassbar. Stell dir mal vor, man müsste denen das sagen. Ja, Uchti, wenn du also unter Begierde leidest, dann hat unser Imam gesagt, dass du unter Umständen ein Lederteil, das so geformt ist wie ein Penis, das darfst du dir dann einführen, wie so eine Sauglocke. Absolute Geisteskrankheit. Und für so einen Müll macht die Werbung. Das müsst ihr euch mal geben. Anstatt du dich erstmal hinsetzt, erstmal liest und keine Werbung für diese Religion machst und dann am Ende sagst, okay, ich habe mich auch mit den kritischen Punkten des Islams beschäftigt und ich kam zum Entschluss, dass diese Religion absolut bösartig ist. Oder dann hättest du Pro und Contra gesagt. Aber nur die schönen Seiten zu sehen und die brutalen Seiten außer Acht zu lassen, das macht ja gar keinen Sinn. Denn der Islam muss ja auch den Wahnsinn standhalten. Unfassbar. Stell dir mal vor, du hast eine Tochter und kannst ihr sagen, meine Kleine, wenn du irgendwann mal unter Begierde leidest, dann hat unser Imam Ibn al-Qayyim gesagt in seinem Buch Bada al-Fawaid im vierten Band auf der Seite 94, dass du dir unter Umständen ein Al-Ikrimbic reinhämmern darfst. Wer von euch Muslim macht so einen Dreck denn, Mann? Wer von euch Muslim bringt sein Kind denn sowas bei? Geschweige denn seine Cousine, Tante, Oma, Nichten. Wer macht sowas, Mann? Was seid ihr für eine Glaubensgemeinschaft, ey? SX mit Tieren, mit Toten, alles. Alles gibt's bei euch. Und dann sagt ihr mir, das ist die Religion Gottes? Ich fahre lieber zur Hölle, anstatt ich eure Religion folge. Wenn das die Religion Gottes ist. Unfassbar. SX mit Tieren? Über solche Themen redet ihr? Unfassbar, unfassbar, unfassbar. Ich könnte dieses ganze Telefon zusammenschreien. Wie bekloppt muss man sein im Zeitalter des Internets, sich für den Islam zu entscheiden? Wie verstörend. Aber Gott sei Dank habt ihr den WhatsApp-Kanal. Da habe ich das als Beweis nochmal für euch reingepostet, auch mit der arabischen Quelle. Sodass die Muslime selber nachschlagen können und sehen, dass der Amir recht hat. Ja, dass die Muslime sich da ein Dildo reinhämmern darf und alles. Heftig. Absolut verstörend. Stell dir mal vor, Roger Libi würde über solche Themen sprechen. Ich würde persönlich nach Schweiz fahren und ihm sagen, du tickst nicht ganz richtig. SX mit Tieren? Man muss sich danach waschen. Und das würde die Pilgerfahrt zum Beispiel nach Rom nicht annullieren. Absolut krank, Mann. Absolut krank. Stell dir mal vor, wir haben einen christlichen Gelehrten. So ein Bruder, der immer solche... Ich kipp gleich um, ey. Ich kipp gleich um. Das kannst du keinem erzählen. Ey, du. Wenn du also nach Rom pilgerst und SX mit einem Tier hast, dann musst du dich waschen. Und das annulliert auch nicht deine Pilgerfahrt. Absolut verstörend, ey. Oh, Herr Jesus Christus, steh uns bei. Was ist das für ein Glaube? Was ist das für eine Religion, ey? Wassermelonen. SX mit Wassermelone. Ich komme jetzt gleich wieder, ey. Bitte, ihr Lieben, isst nur Wassermelonen. Nicht euch daran bereichern. Hallo. Hallo, wie geht's? Alles gut? Ja, alles gut. Bei dir? Gott segne dich und deine Familie. Ich habe eine Frage. Wie kommt ein Gott aus einer Moschee von einer Frau mit Blut und so? Ja, da musst du Allah fragen. Der hat ein sehr, sehr sexy Schienbein. Der rasiert sich immer sein Schienbein mit Gillette Mach 7. Das geht nicht. Ein Gott kommt, ja. Und kommt aus dem Moschee von einer Frau. Das geht nicht.
Ja, aber das Allah in die Vagina, warum redest du so? Ist das normal? Wo ist die Licht? Aber dass Allah in die Vagina von Mariam einhaucht, das ist okay. Ne, in Sura 66, Vers 12. Nee, geht nicht, geht nicht. Gott. Du bist Araber, ne? Du kommst aus Syrien, ne? Nee, nee, ich komme nicht aus Syrien. Okay, Gott. Aber du bist Araber, ne? Ja, ich bin Araber. Okay, kannst du den Leuten erklären, was Farjuha heißt? Farjaha. Ja, aber das Jibril. Guck ja, mal. Was hat Jibril gemacht? Erklär mal den Leuten, was hat Jibril gemacht? Guck mal, wann bin ich? Guck mal, wie die Mercedes. Was ich mache, guck mal. Habib, was hat Jibril gemacht? Auto, was hat Jibril gemacht in Farjaha? Was hat Jibril gemacht in Farjaha? Was hat gemacht? Okay, dann erzähl. Ja, ich kläre gerade, ja. Guck mal, wann bin ich? Ich mache ein Robo. Das Robo ist Jibril. Ich erkläre dir so. Ich bin Allah. Ja? Ich mache ein Robo. Das Robo ist Jibril. Kannst du mal lauter sprechen? Man hört dich nicht so gut. Hoch mal. Und da habe ich ein Auto. Die Auto ist Maria. Die Auto ist Maria. Und dann schickt er den Robo zu Maria. Und der Robo macht das in ihre Auto. Und kommt raus, denn Jesus ist ein kleiner Auto. Das war's. Was bedeutet das Wort Farja und was hat Jibril gemacht? Erzähl mir kein Auto und dies, das. Erklär. Guck mal. Das ein. Hätte mir hier eine Rede von Autos und das so. Ein Hank, das Logik. Das geht weiter, das ist nicht alle. Aber wann ist das? Gut. Habib, was bedeutet das Wort Farja? Nein, das ist nicht logisch. Abi, was bedeutet das Wort Farja? Was hat Jibril gemacht? Ich kenne aus meinen Augen. Hat er ein Handy von Aldi gekauft, ehrlich. Verstehe kein Wort, was er da sagt. Irgendein Rauschen. Erwähnt irgendwas mit Auto. Da kommt ein kleines Auto. Mir. Habt ihr denn das eine Dings mieten, eine Frau mieten, eine Autofrau mieten? Dings, lies diese hier, die Kette davon, von diesem Hadith. Ich weiß, sie ist unauthentisch, ne? Wie ist die Kette? Ja, ist sie unauthentisch, wie immer, ne? Ja. Ja, natürlich, also die Imame, die das in ihren Büchern aufgeschrieben haben, die wollen natürlich deinem Propheten schaden, ne? Und Armin, ein bisschen benehmen, würde dir auch nicht schaden. Du bist so wie Paulus. Du sagst zu mir benehmen, aber gehörst einer Religion an, indem man zu deiner Mama hingekommen kann und mit ihr 30 Minuten heiraten darf? Du redest von benehmen? Warte. Deine Mutter wird doch jeden Tag von einem Muslim durchgenommen. Siehst du, wie also, ein Dreckhaufen du bist? Reden. Siehst du, wie was für ein Dreckhaufen du bist? Das macht deine Religion mit dir. Ekelhafter Typ. Aussehen. Da sagt er zu mir benehmen. Folgt aber einer Religion, wo Allah ihm Hurerei erlaubt. Wo man zu seiner Mama hingehen kann und sie fragen kann nach Mutterehe. Schau dir das mal an. Und er muss das auch noch für schön erklären. Er muss sagen, oh, das ist aber ganz schön toll. Wie würde Marcel Krass sagen? Ja, also ich sehe nichts Verkehrtes daran. Also wenn jemand zu meiner Tochter käme und mich dann nach der Hand meiner Tochter fragen würde für 30 Minuten. Also da hätte ich überhaupt gar kein Problem mit, weil Allah subhanahu wa ta'ala das ja auch für uns geoffenbart hat in Surah 4, Vers 24, sallallahu alaihi wasallam. Und was er geoffenbart hat, das ist natürlich das A und O für uns. Und wenn jemand Bock hat, dann mit einer weiblichen Verwandten dann von mir dementsprechend dann auch Verkehr zu haben, dann ist es ja überhaupt gar kein Problem. Ne? Überhaupt gar kein Problem. Viel mehr macht mir ein Problem, dass Wassermelonen von uns dann auch auseinandergenommen werden dürfen. Also, wovon reden wir denn hier eigentlich? Danke. Das ist Krasovic. Krasovic. Amirovic und Krasovic. Ach, das ist so. Danke, danke, vielen Dank. Ja, stell dir mal vor, der arme Marcel Krass, was seine Familie
Stellt euch mal vor, ich würde dem Marcel Krass seiner Familie das präsentieren, was ich euch alles gezeigt habe. Was sich da alles drin befindet in seiner Religion, in seiner sunnitischen Religion da. Von den Schiiten will ich gar nicht reden, die haben auch nochmal den Wahnsinn in sich. Aber wir reden jetzt gerade über den sunnitischen SEX mit Wassermelonen und sowas, was im Islam abgeht. Hallo? Jetzt? Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Alhamdulillah, Jesus. Hast du ernährst? Keine Angst vor Gott, sei mal ehrlich. Ich habe Angst, deswegen bin ich zu Jesus Christus gekommen. Aber ich habe keine Angst vor einem fliegenden Schienbein. Schienbein? Ja. Ja, Allah, bitte, bitte. Ich kann dich gar nicht ernst nehmen, weißt du das? Ja, warum kannst du denn Allah ernst nehmen, der einfach nur ein Schienbein Allah, ist? Weil Allah subhanahu wa ta'ala der einzig wahre ist, mein geliebter Bruder, ja? Der einzig wahre Schienbein, hast du recht, ja genau. Schienbein. Oh, Allah, kannst du vor deiner Spaß, ja? Warum? Willst du mich dann beleidigen? Nein, ich würde dich nicht beleidigen. Ich würde dich auf eine Art und Weise auseinandernehmen, aber ich kann es nicht. Du kannst doch, ist doch gar kein Problem, du kannst doch gerne reden. Nein, ich will mich gerne nicht aufregen wegen so einem wie du, weißt du? Keine Ahnung, hast du einfach nur eine dämliche Ausrede. Ich will mich nicht aufregen wegen so einem wie du, weißt du, was ich meine? Was? Ich möchte mich nicht so aufregen wie, wegen so einem wie du, weißt du? Deswegen, aber wir reden doch über deine islamischen Schriften, du musst dich eigentlich freuen. Du bist auch Moslem, oder? Ja, ich war mal Moslem, genau. Und ich bereue das immer zutiefst. Christentum? Ich bin nicht zum Christentum gekommen, ich bin zum wahrhaftigen Gott und zum ewigen Leben gekommen. Dein Gott, Jesus Christus, meiner und der Gott von Allah. Astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ja, mein Gott kann mehr als dein Gott machen. Dein Gott kann doch nicht mal eine Moskite zum Leben erwecken. Okay, aber Type, warte. Du redest ja die ganze Zeit so. Warum wartest du nicht am Ende des Tages, Yawm al-Qiyamah, am jüngsten Tag des Gerichts? Und dann sehen wir alle, was passieren wird. Warum redest du so lange? Ja, also laut Bibel werden wir dann alle vor Jesus Christus stehen. So, was ist denn jetzt? Astaghfirullah, Digga. Ja, wie ist Astaghfirullah? Kannst du den Leuten erklären, was auf sich hat mit der Bestrafung im Grab? Was ist das? Wird man gefragt, wer deine Religion ist? Ja. Wer dein Gott ist? Ja. Und wer dein Prophet ist? Und ja, aber warum quält uns Allah im Grab? Warum? Was meinst du? Der einzig wahre Gott ist Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, aber warum quält uns Allah im Grab? Wie bitte? Warum quält uns Allah im Grab? Warum gibt es diese Bestrafung? Das ist, Allah sagt selber, ich bin barmherzig, aber meine Strafe ist sehr hart. Okay, das standen, aber warum? Einen. Esad, sei leise. Erzähl mal bitte nochmal. Warum quält Allah die Menschen im Grab? Was ist der Grund? Wo quält er denn bitte die Leute? Ja, die Bestrafung im Grab ist ja aufgrund einer Tatsache. Warum? Halt die Fresse, Mann. Sei mal leise, Essad, Junge. Sei mal leise, Essad. Ach, okay, dein Fasten ist gebrochen, das war's. Essad, sei mal leise, Wallah. Ich sag nicht mal, ich hab beleidigt, ihr Salame. Wie heißt der? Ex-Moslem, oder? Ja, Dr. Sheikh Abu Amir für dich. Was? Dr. Sheikh Abu Amir. Ja, haula wa la quwwata illa billah. Ja, haula wa la quwwata illa billah. Wallah, ich möchte nicht mehr Fasten hingehen. Wallah, ich möchte nicht mehr Fasten hingehen. Warum bestraft Allah im Grab? Was meinst du? Was ist der Grund? Guck mal, warte mal, Essad, Junge. Guck mal. Sag mir, wo Allah die Menschen im Grab bestraft. Sag mir, wo. Oder du hast doch gerade zugegeben, dass eine Bestrafung im Grab geht. Sag mir, wo der das macht. Sag mir mal. Du hast das doch gerade zugegeben. Aber warum schreist du so? Bleib mal ruhig. Ja, Allah, warum ist das denn zugegeben? Du hast doch gesagt, man wird bestraft im Grab. Ich hab gesagt, guck mal. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das selber. Okay, siehst du also, jetzt nur zu Allah subhanahu wa ta'ala sagt dich nur aufgrund deines Urines, dass du in deine Unterhose reintust beim Pinkeln. Dich deswegen bestimmt. Habt ihr das gehört, ihr Lieben? Ihr könnt das nicht glauben. Du sei mal leise, ja. Wallah, bevor ich mich vergesse, du, deren Kommentare. Hobby-Muslime, genau. Danke, Maria. Das ist so krank, das ist einfach so krank, so verstörend. Müsst ihr euch mal vorstellen, der Allah quält die Menschen, weil sie beim Urinieren ein Tropfen in ihre Unterhose fällt. Habt ihr was Verstörenderes als diesen Allah gesehen? Der macht sich also ernsthaft Gedanken, weil ein Tropfen Urin da reingekommen ist. Quelle? Kein Problem, Quelle-Katalog. Guck jetzt. Bei sunnah.com, punishment in the grave. In the grave. Ja, das ist das, wenn sich jemand auseinandergesetzt hat damit und wenn jemand einfach in seinem Bett liegt
und einfach Blödsinn erzählt. Was meint ihr, warum Mohammed immer im Sitzen gepinkelt hat? Ah, genau deswegen. Hat jemand den Hadith direkt parat, dann brauche ich den nicht zu suchen. Ansonsten muss ich weitersuchen. Bukhari 63666, okay. Bukhari. Invocations. Ah, hier, stimmt, da ist das. Two old ladies hier. Punishment in the grave war das, ne? Do not believe in them. They told the truth. The dead are really punishment in the exod. Alles dreht sich um SEX, Urin, Kot, ne? Hier wird das aber noch nicht richtig, da gibt es noch einen anderen Hadith, der das richtig erwähnt. Bukhari 1378, okay. Bukhari 1378. Das sind Hadithe, die muss man direkt parat haben, ne? Once passed by two, ja, das ist das, genau. The prophet once passed by two graves and said, they, the deceased person in those graves, are being tortured, not for a great thing to avoid. And then added, yes, they are being punished for a big sin. For one of them used to go about with calumnies, while the other never saved himself from being soiled with his urine. Seht ihr? Then he looked a green. Sie werden gequält, weil die eine Urin in ihre Dings gefallen hat. Nur wegen Urin. Das ist so heftig. Der Prophet ging einmal an zwei Gräbern vorbei und sagte, sie, die Verstorbenen in diesen Gräbern, werden nicht gefoltert, um etwas Großes zu vermeiden. Und fügte dann hinzu, sie werden für eine große Sünde bestraft, denn einer von ihnen pflegte Verleumdungen zu verbreiten, während der andere sich nie davor rettete, mit seinem Urin beschmutzt zu werden. Seht ihr? Die Leute werden gequält, weil sie, beim Urin ihnen ein Tropfen in die Unterhose fällt. Das ist so krank. Das ist einfach so krank. Also, Sahih Bukhari 1378. Sahih Bukhari 1378. Aber ich wusste es. Punishment in the grave. Einfach eingeben, da kommen die ganzen Hadithe. Punishment in the grave. Alles dreht sich um Kot und Urin. Hören wir nochmal, was diese gute Nicole zu sagen hat. Nicole, Paella mit Nicole. Der Iran und Libanon und Jemen und so, ne? Ja, eben.
Bruder, das ist doch... Aber eine Sache verstehe ich nicht, Bruder. Diese eine Frage, Bruder, hätte ich gerne von Muslimen beantwortet bekommen. Vor allem. Ich meine, Frage ist, ist Gott allmächtig? Ja, Amen, ja. Wenn, weil, guck mal, wenn Gott allmächtig ist, heißt doch, er kann alles tun, richtig? Alles. So. Also wie kann es denn dann sein, dass man nicht akzeptiert, dass Gott auch in einen Menschenkörper kommen kann? Ja. Das ist das Problem, was wir haben. Verstehst du? So, wer kann mir das bitte schon beantworten? Ja, die sagen, der kann es, aber er will es nicht. Also er ist viel zu erhaben dafür. Aber das macht gar keinen Sinn. Bruder, da macht man ja schon eigentlich jeden Muslimen mundtot in diesem Moment. Eigentlich schon, ja. Weil du sagst, er ist Gott allmächtig und sie sagen, ja, ist er. Das heißt, er kann alles tun, alles machen, weil er aber ist Allah Gott. Kann ja nicht alles tun, weil er sagt in Sure 6, Vers 101, wie sollte ich einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Also ist er doch nicht allmächtig genug, um sich ein Kind zu erschaffen. Er braucht also eine Gefährtin. Alvaro, Allah braucht eine Freundin, damit der Chaka-Chaka machen kann. Schau dir das mal bitte an. Wie der Allah denkt. Der Allah denkt sehr, sehr primitiv. Merkst du das? Derjenige, der den Koran gemacht hat, das war ein richtig so primitives Gedankengut, was er da drin hatte. Das war der Mensch. Das ist das, was sich dort im Koran befindet, ist nichts anderes als eine christliche Sekte, die sich damals in der arabischen Halbinsel rumgetrieben hat. Man hat richtig das Gefühl, sobald man den Koran aufschlägt, dass das so eine Abspaltung einer christlichen Sekte war, die das, die den Koran hervorgebracht hat. Verstehst du? Ja. Ja. Ich komme jetzt gleich wieder. Mach das mal, Bruder. Erstmal Gottes Segen euch und eure Familie, Leute. Herzlich willkommen in den Stream. Gott segne euch alle. Carsten, danke, mein Bruder. Leute, mir braucht ihr gar nicht zu schicken. Wenn ihr jemanden hier supporten wollt, dann den Amir. Denn er erklärt das ausführlich. Mein Wissen im Gegensatz zu ihm ist wirklich absolut null, ja. Deswegen. Alvaro, warst du auch mal Muslim? Ich bin in einem muslimischen Land, beziehungsweise, einem muslimischen Land aufgewachsen. Allerdings wird das jetzt von den Sunniten nicht als muslimisches Land betrachtet. Also sie sehen die Schiiten nicht als Muslime an. Und manche Schiiten sehen die Sunniten auch nicht als Muslime an. Also es ist schwer zu erklären. Also die Schia sagen, ich war Muslim. Und die Sunniten sagen, ich war kein Muslim. Ja? Aber ich bin dort halt aufgewachsen und geboren und so weiter und so fort. Genau. Also ich konnte mir das nicht aussuchen. Ich habe ja ein Video dazu erklärt. Ich konnte mir das alles nicht aussuchen. Weil man sagt ja, wenn du mit einer Sache glücklich bist, ne, dann du entscheidest dich ja dazu. Das heißt, wenn du geboren wirst, du sollst ja nicht einfach so als das geboren werden, sondern du sollst ja selber frei entscheiden. Mir hat man ja die Möglichkeit nicht gegeben, dass ich frei entscheiden kann. Aber ich bin so stolz auf dich. Gott segne dich, mein Bruder. Gott segne uns alle, mein Bruder. Jetzt. Aber nichtsdestotrotz, eine Sache muss ich trotzdem loswerden, Leute. Ob ihr glaubt oder nicht, ich habe kaum einen einzigen christlichen Freund, glaube ich. Vielleicht eins oder zwei, aber sonst alles sind alle meine Freunde sind Muslime, ja. Am Ende des Tages sage ich mal so, wir sind alle Menschen, ja. Am Ende des Tages wollen wir alle ins Paradies kommen und am Ende des Tages wollen wir alle einfach ein schönes Leben haben und ja, wir wollen, ne, so ist es ja. Da haben wir alle was gemeinsam. Merkt euch eine Sache, ich weiß nicht, wie es andere Muslime oder Christen machen, aber bei mir gibt's keine Hetze. Ich werde auf jeden Fall keine Hetze-Streams machen oder so. Ich werde natürlich den Namen von meinem Gott schützen, aber ich werde jetzt keine Hetze betreiben. Also
Das war niemals mein Ziel und das wird auch niemals mein Ziel sein, damit ihr Bescheid wisst. Heute wird ja der Ding sein, heute wird ja in meinem Stream der Tauhid mit den Elia sprechen. Das wird aber auch mein, denke ich mal, mein allerletzter Stream sein, wobei ich Muslime und Christen reinhole. Weil ich habe einfach gemerkt, das ist so die ganze Fitna geworden. Ne? Die haben daraus echt ein Content gemacht und das war ja nicht mein Ziel gewesen. Deswegen wird es heute, wenn vielleicht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, letztes Stream sein, dass ein Muslime debattiert gegen einen Christen. Ja, andersrum genauso. Und dann möchte ich nur noch meine christlichen Brüdern und Schwestern willkommen heißen in meinem Stream. Ihr könnt gerne hochkommen und wir können über unseren lieben Gott sprechen. Hol dir Kopfschmerztabletten für die Diskussion. Na, ich meine, man kann ja über dem, man kann ja über seine Religion reden, wenn man wirklich mit Fakten kommt, wenn man mit einer Quelle kommt, sei es jetzt der Koran oder jetzt die Bibel, ne? Man kann ja mit Fakten kommen. Manche kommen dahin und fangen einfach an zu beleidigen. Das feiere ich einfach nicht. Gestern bei Alvaro im Stream war heftig, als einer den Schlummer versklaven wollte. Ja, Bruder, der kommt hier hin und dann sagt er so erstmal Salam Aleikum und er sagt Alhamdulillah Muslim und dass er über den Islam gut spricht. Und dann sagt der christliche Bruder, stellt ihm eine Frage, er sagt, mit dir will ich nicht reden und wenn ich dich sehe in Stuttgart, ich ziehe dich aus und versklave dich und keine Ahnung was. Da denke ich so, Bruder, du kommst gerade im Namen des Gottes im Frieden an. Und dann drohst du ihn, weißt du? Also, genau das meine ich halt, ne? Diese Doppelmoral, dieser Widerspruch in sich einfach, ne? So, das geht einfach für jeden Menschen, egal von welcher Religion oder von welcher Seite, das ist mir wirklich egal. Aber wenn man im Namen von Gott mit Respekt reinkommt, da fordert man doch nicht mehr jemanden heraus und dann will man den und den schlagen oder keine Ahnung was, oder jemand drohen. Das wird heute nicht gut ausgehen mit Tauhid. Er ist sehr beleidigend. Ja, wenn er beleidigt, fliegt er sofort raus. Also ich habe schon gesagt, ich habe zu Elia gesagt, ich habe zu Tauhid gesagt, egal ob die christliche Seite oder muslimische Seite, sobald einer nicht auf die Frage antwortet, keine richtige Antwort gibt, fliegt er raus. Und wenn jemand beleidigt, fliegt auch raus. Uhrzeit um 20 Uhr, meine liebe Schwester. Du bist so neutral, halte zu deinen, christlichen Geschwistern. Meine Religion, beziehungsweise mein Gott, ja, an dem glaube ich. Am Ende des Tages aber hat unser Gott auch gesagt, respektiere und liebe jeden Menschen. Ja? Also du kannst zum Beispiel eine Religion hassen, ich verstehe das, ja, meine Glaubensgeschwister, ihr könnt eine Religion von mir aus hassen, ja, ihn nicht mögen, aber man muss es jetzt nicht öffentlich beleidigen. So, das ist halt meine Sicht. Ja, muss jeder für sich selbst wissen. Am Ende des Tages sind wir Menschen. Wir sind keine Götter. Keiner von uns ist ein Gott. Und wenn wir Fehler machen, dafür sind wir ja Menschen. Ja. Und die Menschen, sagen wir mal jetzt, die Muslime sehen das so, dass wir Christen falsch liegen. Ja, die Muslime sehen das so. Und wir Christen sehen das so, dass die Muslime falsch liegen. Am Ende des Tages wollen wir ja, sorgen wir uns ja beide gegenseitig und wollen ja nicht in den Höllenfeuer eintreten, richtig? Am Ende des Tages haben wir das alle miteinander gemeinsam. Wir wollen alle ins Paradies. Alvaro, gestern war echt heftig. Gott segne dich. Gott segne dich und deine Familie, mein Bruder.
Du müsstest sagen, wir sind nicht perfekt, weil wir Menschen sind. Gott ist perfekt. Richtig, Gott ist perfekt. Hauptsache, er ist weg und ich moderiere die ganze Zeit seinen Stream. Er denkt so, okay, der kennt sich damit aus. Der macht das professionell. Alvaro, ich kenne dich von früher noch. Ist heute Abend eine Debatte bei dir im Live? Ja, mein Bruder. Um 20 Uhr. Aber Leute, wirklich, wenn es heute nicht gut läuft, ne, und ich sehe, der eine beleidigt den anderen, dann macht das einfach gar keinen Sinn mehr, wirklich, diese Debatten zu führen, weil diese Streams sollen nicht zu Hetze führen und zu Beleidigung und zu keine Ahnung was führen, sondern zu Einsicht führen, dass man zum Beispiel sagt, ey, guck mal, so und so ist es zum Beispiel im Koran oder in Bibel, ja, und dass es einem zum Beispiel die Augen öffnen kann. Ja. Wenn er zum Beispiel unstimmig ist. Es gibt ja zum Beispiel jemand, ihr müsst euch vorstellen, ich habe damals weder an Jesus Christus geglaubt, noch habe ich an den Islam geglaubt, nachdem ich halt Muslim war früher. Ne? So. Ich war ja komplett Atheist. Und das ist genau perfekt für diese Menschen, damit die selber aussuchen können, wer zum Beispiel Recht hat und wo sie sich genau befinden. Ne? Oder vielleicht gibt es den einen Christ, der wird zum Moslem werden, oder wer weiß, dieser eine Moslem wird zu Christ werden. Ja. Aber wie gesagt, wenn da irgendwie Respektlosigkeit kommt, dann hat es einfach gar keinen Sinn. So. Also die Stellung gehalten, Alvaro. Ja, Bruder, ich habe die ganze Zeit geredet, bis du kommst. Ja, sehr schön. So, mal gucken, wer ist denn hier mit uns? José Martinez. Genau das ist mein Name. Gott segne dich und deine Familie, mein Bruder. Herzlich willkommen. Bei dir auch, danke. Ich muss dein Herz. Bruder, ich habe eine Sache nur zu melden, bitte, an den Ex-Muslim. Ja. Guck, Bruder, ich will nicht beefen oder so. Wallah, mach dein Ding. Mach, was du willst. Aber Bruder, ich finde es nicht schön, dass du zum Beispiel dein Live, also so nennst, wie du nennst, dass du zum Beispiel sagst, Jesus ist Gott. Kannst du ruhig behaupten, kein Problem. Aber dass du dann sagst, Allah ist Satan, das finde ich nicht gut, Bro. Ja, aber was, wenn er das selber sagt? Wer denn? Allah. Was sagt er denn? Allah sagt im Koran, dass er Satan ist. Wie? Was redest du, Bruder? Ja, ehrlich, ich kann es dir beweisen. Bitte schön, beweise es mir. Aber Weißt du was? Ja. Okay, angenommen, er sagt es, okay? Er darf es sagen, Bruder, du darfst es nicht sagen, so. Hä? Wie, hä? Was für eine Logik ist das denn? Wie, was für eine Logik ist das? Du hast doch zu Anfang gesagt, dass man sowas nicht sagen sollte, aber wenn Allah von sich selbst behauptet, dass er Satan ist, dann kann ich das ja locker und leicht für sich ja locker raushauen und sagen, Leute, ihr Muslime, Allah sagt, er ist Satan. Bruder, ich weiß nicht, wie du das irgendwo rausinterpretiert hast. Dann aber willst du es jetzt wissen, ja oder nein? Du merkst gerade, dass du weißt, dass ich dir diese Dinge zeigen kann. Nein, nein, bitte zeig sie mir. Okay, wenn ich dich heute frage, wer hat ein Verlangen, die Hölle mit Menschen zu füllen, was würdest du antworten? Gott. Gott, was ist dann die Aufgabe von Satan? Wieso ist das die Aufgabe von Satan? Was ist dann die Aufgabe von Satan, wenn Gott die Hölle mit Menschen füllen will? Die Aufgabe von Satan ist es, Leute recht zu leiten, ne? Recht zu leiten. So, was sagst du denn da? Guck mal, Bruder, mir geht's nur darum, dass du das änderst. Ich will nicht mal mit dir diskutieren, Bruder. Du kannst doch behaupten, was du willst, aber yani, es gibt Grenzen, aber weißt du? Siehst du, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Islam? Der Islam ist absolut vom bösartigen Widersacher. Das musst du doch aufleuchten. Okay, Bruder, das kannst du behaupten, aber du kannst nicht so provokant sein, Bruder. Ach so, aber dass Allah die ganze Zeit ständig beleidigt und provoziert und macht und tut, das geht. Wo hat Allah irgendwen beleidigt, Bruder? Was redest du? Du tust so, als wäre er einer von uns, Bruder. Was redest du?
Ja, er sagt sogar, dass Juden und Christen Dings sind, Nejis, also Müll, Dreck. Die Kuffars muss man töten, Bruder. Das stimmt. Bruder. Ja, was hält ihr denn davon? Stell mal, wenn diese Gesellschaft sagt, dass José Martínez nackentherapiert gehört. Würdest du nicht sagen, ey Leute, ich glaube, diese Leute sind wahnsinnig, Mann. Was ist das? Was soll ich dir sagen, Bruder? Ich schwöre ja nicht. Ich merke doch. Es José, ist mein Bruder, so. Guck mal, José. Kann sein, dass jetzt mein Bruder Amir ein bisschen mit seinem Lachen, dies, das und so, ne, für dich provozieren rüberkommt, aber der Mann Bruder, hat so viel Wissen. Nein, hör mal zu, mein Bruder jetzt. Er hat so viel Wissen, ne. Egal, was du mich fragst, er wird dir das mit dem Vers und so alles beantworten. Ich war deswegen, selber, Bruder. Deswegen rede ich doch mit Respekt, Bruder. Ich will nicht streiten oder so. Ich habe nur eine einzige Bitte, Bruder. Und diese Bitte hab nicht nur ich, Bruder. Du hast 500 Zuschauer. Keine Ahnung, wie viele Leute das sehen. José Martínez, Mann. Wenn wir zum Beispiel Allah bitten würden, aufzuhören, die Juden und Christen zu beleidigen. Meinst du, Allah wird das machen oder wird sagen, nein, ich werde ein Lächeln haben, während ich sie in die Hölle werfe? Ist das Gott? Du sagst, aufhören, die Juden zu beleidigen, als gäbe es noch, wer heißt das, Offenbarungen, Bruder. Der Koran ist schon 1400 Jahre alt. Und er ist ein zeitlos gültiges Buch, richtig? Richtig, ja. Ja, also siehst du, und Gott sagt, beleidigt Juden und Christen. Wo sagt er sowas, Bruder? Wie kann man sowas rausverstehen? Ich verstehe das nicht. In Sure 9, Vers 28, in Sure 98, Vers 6, in Sure 8, Vers 55. Er ruft sogar dazu auf, Juden und Christen aufgrund ihres Glaubens zu bekämpfen. In Sure 9, Vers 29, von ihnen Schutzgeld zu verlangen und so. Ja, tolle Religion. Schutzgeld verlangen? Ja, genau, Mafia-Sekte. Mafia, Bruder, du hast das alles zu Mafia gemacht. Okay, ich muss mal kurz was erledigen, ich komme gleich wieder. Okay, Bruder. Aber wisst ihr, Leute, es ist etwas unfair, wenn der Ami so wissend ist, ne? Der hat so viel Ahnung. Da kommen irgendwelche, die sich mit ihrer eigenen Religion selbst nicht mal richtig auskennen. Finde ich ein bisschen einseitig. Ist doch voll am Essen, ne? Meine Community mag das nicht, wenn du schmatzt. Das musst du dir immer gesagt. Glaubst du mir, ich habe nicht mal geschmatzt. Ich habe den Mund zu die ganze Zeit, aber diese Walnüsse. Ich bin aus, Alvaro, das geht nicht. Du musst sehr vorsichtig sein. Meine Community, die mag das nicht. Die werden dich direkt vernichten. Mach's nicht. Salam alaikum. Alaikum salam. Deine Familie, mein Bruder. Herzlich willkommen. Wie geht's euch? Danke, Alhamdulillah, Jesus. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Position ungenau. Ja. Boah, Amir, Alter, wann hörst du endlich auf, gegen den Islam zu hetzen? Ja, hör doch auf, Junge, ja. Bis zum Tage des jüngsten Gerichts werden wir niemals aufhören damit. Ich bin Dr. Sheikh Abu Amir, der wahrhaftige Hetzologe. Bruder, wärst du so zufrieden mit deiner Religion, hättest du nicht so schlecht über den Islam geredet. Sehr gut. Wäre Allah zufrieden mit seiner Religion, hätte er nicht schlecht über die Juden und Christen geredet. Dankeschön, du hast den Islam vernichtet. Alhamdulillah. Guck mal, wie viele Muslime... Alle Christen kommen zum Islam. Alhamdulillah, Jesus. Guck mal, immer mehr... Wie seine eigene Religion immer mehr Christen konvertieren zum Islam. Immer mehr Christen. Siehst du doch selber. Guck wer, wer? Welcher Christ? Du meinst diese wahnsinnigen Kamelien, so? Die Leute? Die ganzen Christen? Welche Christen denn?
Ich sehe gar keine Christen. Guck doch genug auf TikTok, die kommen alle zum Islam. Aber was ist mit den Muslimen, die zu Christen werden? Muslime, die, ja, gibt's auch, aber nicht so viele. Ja, gibt's auch. Aha, die gibt's auch. Sowohl ja, gibt's auch. Als auch, siehst du? Da müssen wir auch mal ein bisschen neutral bleiben hier, ne? Ja, jemand, der Verstand hat, der würde sich niemals für den Islam entscheiden. Jemand, der Gewissen hat, jemand, der Ethik, Moral und Anstand hat, der würde sich für Jesus Christus entscheiden. Genau. Also ich weiß nicht, was in deiner Vergangenheit passiert ist, dass du so gegen den Islam bist. Ich weiß nicht, ist irgendwas passiert? Ich weiß nicht, was hältst du denn von einer Religion? Was hältst du denn von einer Religion, wo ich eine Wassermelone penetrieren darf? Position ungenau. Welche Religion erlaubt denn sowas? Deine Religion. Ach, hör auf, diese erfundene Sätze, ach komm, diese... Ah! Alter, ja. Ja, natürlich ist alles erfunden. Alles. Du sagst doch, Allah hat behauptet, dass er ein Satan ist. Wo überhaupt? In welchen deine Geschichtsbücher, die du da liegen hast? Ja, der Allah will sogar, dass du Alkohol gärst in Sure 16, Vers 67. Ja, und was steht, was steht denn drunter? Ich weiß genau, was da drunter steht. Dann liest mal, was da drunter steht. Ja, du liest immer nur die halben Sätze, aber. Ja, dann liest die ganzen Sätze. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß auch genau, worauf du hinaus willst. Ja, dann liest du die ganzen Sätze, okay? Ich mach die halben Sätze. Du machst jetzt die richtigen. Alkohol, jeder weiß. Guck mal, man muss noch nicht mal Muslim sein. Jeder weiß, dass im Islam Alkohol verboten ist, okay? Warum? Allah hat es doch erlaubt. Die kamen besoffen zur Moschee in Sure 4, Vers 47. Alles, was schädlich für den Körper ist, hat Allah uns verboten. Wie Alkohol, Schweinefleisch, ist auch ungesund. Das weiß auch jeder. Das ist auch Christen, weißt du? Aha. Alles, was aber sich dann baden in einem Drecktümpel, wo tote Hunde liegen und menstruationsbefleckte Klamotten, das ist dann okay. Wo hast du das denn gelesen? In welche Geschichtsbücher von dir? Sunan Abi Dawud, Hadith 66. Ja, hast du Beweise? Dann zeig mir das mal. Habe ich dir gerade gesagt. Musst dir mal vorstellen, die Leute waren entsetzt, die haben gefragt, ja Rasulallah, dürfen wir uns in diesem Brunnen baden, wo tote Hunde liegt und menstruationsbefleckte Klamotten und der ganze Müll der Stadt reingeworfen wurde? Da sagt der Mohammed, Wasser ist rein und wird durch nichts unrein. Also der weiß noch nicht, was das Wasser kontaminiert. Welchen Vers war das? Sunan Abi Dawud, Hadith 66. Okay, dann gucke ich mal nach, ob das stimmt. Ja, dann mach mal schnell und überzeug dich mal. Ich singe so lange für dich Kamelurin-Song. Kamelurin für euch alle. Kamelurin. Boah, siehst du, deswegen kann man sich mit dir nicht unterhalten. Kamelurin aus dem Brunnen von Buddha mit toten Hunden. Kamelurin. Alter, wie kann man so ekelhaft sein, ich schwör's dir. Genau, das fragen wir uns genau. Wie kann man so ekelhaft sein und den Leuten sagen, dass Wasser unrein ist und wird durch nichts unrein. Dass Wasser rein ist und wird durch nichts unrein. Wie geht das? Wenn ich dir ein Liter Wasser und ein Tropfen Öl da reinmache, würdest du es trinken? Ja, warum nicht? Das Wasser ist kontaminiert, Mann. Du kannst doch nicht ein Glas Wasser trinken, wo auf einmal Tropfen von Öl reingekommen ist. Warum redest du nicht über die Bibel? Das kann nicht wahr sein. Warum redet denn der Koran über die Bibel? Warum redet der Koran nicht über den Koran? Also, ich weiß nicht, dass der Koran über die Bibel redet. Auf jeden Fall, wir Muslime reden über unsere Religion, über unsere... Hadithe und alles, weißt du? Ich weiß warum, gar nicht. Warum muss dann Allah ständig die Juden und Christen erwähnen? Hat er eine Affinität zu ihnen oder was? Das war doch schon immer so im Koran. Stell dir mal vor, ich würde zu dir sagen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ein schlechtes Hamad, stell dir mal vor, ich würde zu dir sagen, du glaubst an das, was ich glaube, bevor ich dein Gesicht vernichte. Guck mal, es gibt auch in der Bibel gewaltige Verse, die kannst du doch auch vorlesen. Oder soll ich die vorlesen? Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Allah sagt, entweder ihr glaubt an das, was ich hier herabgesandt habe, oder ich werde eure Gesicht in eure Hintern reintun. In Sure 4, Vers 47. Ach, das stimmt doch nicht. Hör doch auf mit deiner Koran. Ich will, dass die Leute sehen, dass es nicht stimmt. Guck mal hier, was in der Bibel steht. Gewalt. Guck mal, Gott ist der Hass. Füllt okay, seine ich weiß, du hast jetzt Dr. Sheikh Google gefragt. Ich weiß, kein Problem. Friede und Segen sei auf ihn. Sheikh Google. Friede und Segen sei auf ihn. Jetzt kommen wir wieder drauf zurück, dass Allah
die Gesichter der Nicht-Muslime vernichten will, bis sie an seine Religion glauben. Was ist das denn bitte? Warum erwähnt du keine schöne Verse aus dem Islam? Wo gibt's denn schöne Verse aus dem Islam? Dass wir Prostitution praktizieren dürfen? Guck mal, ich sag dir mal ein Vers. Tötest du einen Menschen, ist es so, als ob du die ganze Menschheit getötet hast. Danke. Rettest du einen Menschen, danke, ist es so, als ob du die ganze Menschheit gerettet danke hast. Dankeschön. Ihr habt ihr gehört, er hat gerade Sure 5, Vers 32 zitiert. Denn daher haben wir den Kindern Israels angeordnet, dass wenn jemand eine Seele tötet, ist es so, als hätte die ganze Menschheit getötet. Und wer eine Seele erhält, ist so, als hätte die ganze Menschheit erhalten. Von wem ist dieser Vers? Was meinst du? Von Allah? Ach, du drehst immer den Spieß um, ja. Amir, hör auf mit deinen Filmen. Du kannst, Internet ist die größte Waffe. Du kannst mich nicht um den Finger wickeln. Es ist vorbei. Das Internet ist eine Waffe gegen den Islam. Raffst du das nicht? Ach ja. Ja. Guck mal, ich habe nichts gegen Christen oder Juden oder sonst. Jeder soll das glauben, was er will, ne? Lakum dinikum wa liya din, ne? Ja, lakum dinikum wa liya din. Guck mal, du sagst es doch schon für mich, Bruder. Du sagst ja, du sagst das ist aber abgegeben worden. Lass das doch sein, Alter. Du bist doch ein stolzer Christ, oder nicht? Ich bin weder stolz noch irgendwas anderes. Ich bin ein wiedergeborener Kind Gottes. Okay, aber du hast doch eine Religion, oder nicht? Nein, du hast Religion. Ich habe den lebendigen Glauben an Jesus Christus. Amen. Okay, du glaubst an Jesus Christus. Okay, das freut mich für dich. Du glaubst an Jesus Christus. Also musst du doch... Warum glaubst du denn an den Islam? Was macht den Islam denn zur Wahrheit? Was ist das denn bitte? Alhamdulillah, viele Sachen. Es wurden auch viele Sachen... Okay, ich habe nicht gesagt viele. Sag mir nur eine Sache. Eine Sache? Ja, bitte. Das ist unbeschreiblich. Allein, wenn ich bete, das reicht mir. Unbeschreiblich, das macht den Islam zu Wahrheit. Allein diese Last, was aus meinen Schultern fällt, reicht schon. Das sind meine ganzen Probleme. Von deinen Schultern fällt höchstens der Schuppen von deiner Haare. Das fällt von deiner Schulter. Ja, deine Meinung. Eine Frage an dich. Bitte. Bruder, du hast doch, warte, ich bin jetzt nicht auf Esche oder so, ne? Ja. Okay, gut. Okay, Hamid, Bruder, das Wort von deinem Gott ist doch Gesetz, ne? Von deinem Allah, oder? Ist doch Gesetz. Fall, ja. Okay, Bruder. Das heißt, alles, was er sagt, wirst du auch tun, richtig? Als guter Muslim muss ich das ja machen. Okay. Machst du doch auch als Christ, oder? Ja, 100%. Und jetzt eine Frage an dich, mein Bruder. Guck mal. Bitteschön. Die Sache ist ja die, Allah, an dem du hörst, ne? Wo du sagst, du akzeptierst und sein Wort ist Gesetz. Du hast ja eben gerade gesagt, für dich ist es okay, du bist Moslem, der ist Christ, du akzeptierst, richtig? Richtig, genau. Oder in dem Gottes Worte wurde gesagt, alle, die keine Muslime sind, sind Kuffar oder Kafir, das heißt Ungläubige. Und Ungläubige sollst du, wenn die es nicht annehmen, ne, Muslim zu werden, abschlachten, Bruder. Was sagst du dann dazu? Das heißt, müsstest du ja quasi, jeder, der jetzt nicht zu deinem Glauben gehört, müsstest du dann töten, oder nicht? Genau so ist das. Okay, aber ich mache sowas nicht, auch wenn es da drin steht. Was machst du, wenn Muslime das machen? Warte mal, Alvaro, ich unterhalte mich gerade mit Alvaro, bitte. Alvaro, ich frage dich jetzt eine Frage, okay, guck mal. Du bist ja Christ, richtig? Konvertiert, Bruder, genau. Du bist konvertierter Christ, oder wirst du noch konvertiert? Ich war früher Moslem, Bruder, und jetzt bin ich Christ. Okay, du bist Christ, so. Wenn jetzt in der Bibel drin steht, töte jeden Muslim, der dir zu nahe kommt. Machst du das? Wo steht das? Wir haben Moral und Ethik, mein Lieber. Da steht nirgendwo, aber wenn das in der Bibel drin steht, würdest du das machen? Das Ding, das daran siehst du doch, du erkennst doch schon direkt die Wahrheit, mein Bruder. Bei dir steht es ja da drin. Bei uns steht das ja nicht drin. Unser Gott hat uns nicht befohlen, andere zu töten oder zu schaden oder sonst etwas. Unser Gott, Jesus Christus, hat gesagt, wenn du geschadet wärst, biete dir sogar noch deine andere Wange an, verstehst du? Das heißt, keine Gewalt verherrlichen und ihnen vergeben, mein Bruder. Das ist ja der Unterschied. Du hast sie doch gerade selbst ins Ausgeschossen. Ich küsse dein Herz. Und glaub mir, ich bin sowas von unwissend. Aber das sind die Basics, Bruder. Deswegen frage ich mich, wenn das schon die Basics sind, warum habt ihr eure Augen und eure Herzen geschlossen?
ja, und versteht einfach nicht, was das Christentum von euch sagt. Was also, Jesus Christus, dass er wirklich unser aller Gott ist, mein Bruder. Also wir schließen nicht unsere Augen, unser Herzen. Bei uns im Islam werden nur gute Werte vermittelt und wir halten uns dran. Wir werden weiterhin gute Menschen bleiben. Es wird, ist Prostitution, Ich komme mit jedem klar, ob Christ oder was weiß ich. Ich komme sogar mit Leuten klar, die keine Religion haben. So, soll ich die jetzt hassen? Soll ich die jetzt schlagen? Nein. Warum? Weil er keine Religion hat. Du willst das nicht, aber dein Gott verlangt das von dir. Das ist das. Ob du das willst oder nicht, dein Gott verlangt das von dir. Das ist das Problem, was wir haben. Warum? Guck mal, der Alvaro ist jetzt Christ. Habe ich was gegen den? Nein, wir unterhalten uns ganz normal, wie normale Menschen. Habe ich doch gerade gesagt, du hast nichts dagegen. Aber es gibt Muslime, die Allahs Wort lesen, verinnerlichen und auf einmal zu Monster werden. Bist du damit einverstanden? Natürlich nicht. Siehst du, aber es gibt also Muslime, die das Wort ihres Gottes ernst nehmen. Und wenn er sagt, wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann nackentherapiert sie in Sure 47 Vers 4, dann machen Muslime das. Es sind also okay, keine wahnsinnigen Extremisten oder Terroristen. Nein, das sind Gläubige. Mubminun. Alvaro, ich will dir eine Frage stellen. Hörst du mich? Ja, bitte, Bruder. Guck mal, du warst doch, glaube ich, früher gut mit Omar und diesen ganzen Leute da, ne? Ich bin eigentlich. Also, du kennst auf jeden Fall, du hast selber muslimische Freunde. Ich kenne dich selber von deinen Lives und mit Omar früher und so alles, ne? Ja. Okay, sag mir bitte eine Sache. Hattest du damals Probleme mit irgendwelchen Muslimen gehabt? Sind die zu dir gekommen, weil du eine andere Religion hast? Gab's da irgendwas? Bruder, das früher war ich. Du hast doch selber muslimische Freunde, Alvaro. Ja, ich bin als Muslim geboren, mein Bruder, ne, in einem muslimischen, sehr, sehr strengen islamischen Land, ja. Die eine sehen das jetzt als Muslim an, die andere würden jetzt sagen, du bist kein Muslim gewesen, ja. So. Aber wie dem auch sei, ich musste da halt beten und den El-Fatiha, Shahada und so weiter und so fort. Ne? Du weißt ja, diese ganzen Sachen. Fasten, hatte keine Tattoos, ich habe keinen Alkohol getrunken, ich war zu der Zeit noch Jungfrau. Ich wollte einfach alles perfekt machen, richtig machen, allein zuliebe zu meinem Gott, zu meiner Religion, weißt du? Ja. Ich war nicht einer von diesen Shishaba-Muslims oder Shishaba-Christen. Verstehst du, was ich meine? So, ich wollte einfach alles richtig machen. So, danach war ich so 15, 16 Jahre lang, so maximal 17 Jahre, war ich noch Moslem. Danach habe ich aufgehört und wurde danach bis zum 16, 17 Lebensjahr, wurde ich bis 30 Atheist. Und das habe ich auch nur meinem Bruder Omar Amar erzählt, den kennst du ja, ne? Meine dunkelhäutigen Kollegen, der ist von Christentum zu Islam konvertiert und ich bin sozusagen jetzt von, sagen wir, Moslem zu Atheist, Atheist zu Christentum konvertiert. Weißt du, was ich meine? Natürlich akzeptiere ich sie, ja. Natürlich, ich habe ja gar kein Problem mit jemandem. Ich sage ja immer wieder, wir sind ja Menschen, ja? Wir Menschen sind nicht perfekt, wir sündigen. Aber das Ding ist doch dies, mein Bruder. Wenn das Wort von meinem Gott gesagt wird und ich glaube ja an meine Religion, an meinem Gott, dann mache ich ja genau das, was mein Gott mir sagt, oder etwa nicht? Weil so, warum glaube ich sonst an meine Religion oder an meinem Gott? Wenn dein Gott dir sagt, dann enthaupte die Ungläubigen, dann musst du das tun, wenn du genau seine Religion angehörst. Oder habe ich etwa Unrecht, mein Bruder? Es kommt immer darauf an, wie man das versteht. Manche verstehen es so, manche so. Man kann es auch anders nehmen. Das ja, dazu hast du doch Tafsire. Du kannst doch also nicht hingehen und einfach auslegen, wie du möchtest. Du hast Al-Qurtubi, Al-Tabari, Al-Jalalain, Ibn Kathir, die das für dich auslegen. Aber Jungs, guck mal, Jungs, ihr erwartet von mir, dass ich jetzt hier mich anziehe und rausgehe und irgendwie... Wir erwarten überhaupt von dir gar nichts. Was? Wir erwarten von dir, dass du eine Entscheidung für Christus triffst. Das ist das. Dein Gott verlangt das von dir. Ich tue keinem Menschen was an, nur weil, wenn da steht, mach das. Ich mach es nicht. Warum? Nein, guck mal, Alvaro ist selber Christ und was weiß ich. Warum sollen die Muslime sowas machen? Guck mal, der Alvaro sagt doch selber, Alvaro, hast du schlechte Erfahrungen mit Muslimen gemacht? Haben die dir irgendwas angetan damals? Nein. Hat er doch selber gesagt. Bruder, soll ich sagen, warum sie mir nichts antun? Weil sie ihren eigenen Religion, ne, entweder nicht für ernst nehmen, Bruder, jetzt, ne, den Wort von ihrem eigenen Gott nicht ernst nehmen. Ja, das ist das Ding, Bruder. Wenn du es nicht ernst nimmst, die Worte, dann passiert auch dann natürlich nichts.
Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Wenn mein Gott mir sowas sagen würde und ich glaube ja an meinen Gott, dann muss ich ja auch das alles machen, Bruder. Das ist doch. Also würdest warum, du, würdest warum du glaube ich denn dann? Also würdest du, wenn dein Gott jetzt dir sagen würde, töte Muslime, die bei dir in der Nähe sind, würdest du das machen? Nein, wir wissen doch, dass sowas nicht von Gott kommen kann. Wenn er zu dir sagt, geh und bring die Muslime um oder mach Nackentherapie mit ihnen, dann ja, wissen wir. Ja, aber dein Bauer hat doch gerade selber gesagt. Aber das will ich auch sagen, Hamid, mein Bruder. Das will ich auch sagen. Unser Gott hat es ja nicht gesagt, Bruder. Euer Gott hat es ja schon befohlen. Das ist ja die Sache, das, was wir die ganze Zeit sagen. Stell mal vor, Gott sagt zu dir, nimm mal von den Christen und Juden Schutzgeld. Und wenn sie nicht bezahlen, dann geh und Nackentherapie sie. Würdest du nicht hingehen und sagen, ey, ich glaube, das ist der Teufel, der mir das sagt? Zeig mir einen Muslim, der sowas macht. Ich kenne keine Muslime, die sowas machen. Alvaro selber muslimisch. Ihre eigene Religion. Aber Bruder, weil sie ihre eigene Religion nicht richtig verstanden haben. Ich selber habe ja selber gesagt, früher, wo ich klein war, ne, habe ich gesagt, weißt du was? Islam ist damals in meinem Land, mein Bruder, mit Gewalt eingedrungen. Ja, die haben gesagt, ey, wenn du den Islam nicht annimmst, wir enthaupten dich. In so ein Land bin ich aufgewachsen. Das heißt, wenn du in ein Land bist und es mit Gewalt kommt, eine Religion, ne, ohne dass du es entscheidest, hast du einen automatischen quasi Hass dagegen, richtig? Ja. So, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, vielleicht waren die Menschen böse, Mensch ist Mensch, aber nicht die Religion. Also habe ich die Religion trotzdem anerkannt und habe es, soweit wie möglich ich es nur konnte, respektiert und erlebt, Bruder. Ich habe es gelebt. Ich war nicht einer von denen, die einfach gesagt haben, ja, ich war's und ich habe nichts dafür getan. Bruder, ich habe es gelebt. Dann habe ich mehr davon gelesen, ja, gewisse Verse gelesen, gewisse Sachen sozusagen erkannt. Und da habe ich gesagt, ey, Bruder, das ist nicht normal. Okay, als du in der Moschee also warst, als Muslim, also wie wurdest du behandelt, Alvaro? Wie wurdest du behandelt? Wie meinst du das, Bruder? Also wie wurdest du von deinem muslimischen, du warst ja damals Muslim, sagst du ja, wie wurdest du von deinen muslimischen Brüdern behandelt? Wurdest du gut behandelt, scheiße behandelt oder was war denn da los? Die einen haben mich akzeptiert, die anderen haben mich nicht akzeptiert, Bruder. Warum? Bin ich dir ganz ehrlich. Warum? Weil ich in einem Land geboren bin, namens Iran, ne? Ja. Und da sind die Schia. Und Schia werden nicht als Muslime akzeptiert. Die Sunniten sagen, Schia sind keine Muslime. Und manche Schiiten sagen, Sunniten sind keine Muslime. So, weißt du? Also ich weiß selber, die Schiiten gehen sogar selber zu Mekka und beten. Ich selber, ich bin Sunnite, ich habe nichts gegen Schiiten. Das ist ja das Ding, verstehst du? Und da gibt es ja schon nicht diese Zusammenhalt, diese Gemeinsamkeit, wo man sagt, ja, ey, guck mal, hey, diese Sunniten- und Schiiten-Sache, verstehst du, was ich dir damit sagen möchte? Die bekriegen sich ja schon untereinander, Bruder. Ja, das ist ja auch in Iran. Aber sagen wir mal, das ist jetzt das Menschliche. Scheiß mal darauf, ne? Ich gehe auf die Verse ein, mein Bruder jetzt. Ja? Aber du redest gerade von Iran. Wenn wir über Iran reden, dann müssen wir auch über Iran bleiben, weil Iran, da sind die Regeln sehr streng. Und ich glaube, der Emir kommt selber aus Iran. 100%, klar, sag ich ja. Ich habe die Regeln sind sowas von streng, das ist schon nicht mehr menschlich. Aber als ich danach von da nach Deutschland kam, mein Bruder, ja, nach Deutschland kam, hier habe ich auch keine Akzeptanz gespürt. Verstehst du, was ich meine? Sagen wir mal, okay, die Menschen akzeptieren dich nicht, du hast ein schwieriges Leben und so weiter, bla bla bla, aber dein Gott akzeptiert dich, Bruder. Aber guck mal, warum soll es denn so sein, bitteschön, dass mein Gott mir befehlt quasi, ne? Dass ich andere Menschen, die mir nichts angetan haben, nur ein andersgläubige Menschen sind oder Ungläubige sind, dass ich sie richten soll. Wenn ja, mein Gott mir das sagt, dann muss ich es ja tun. Und genau das ist ja das Ding, Bruder. Ja. Ich habe es nicht eingesehen, verstehst du, Bruder? Aber die Muslime, aber die Muslime, das, was zum Beispiel so ein strenger Vers ist, du weißt ja selber, dass Muslime sind so. Guck mal, ist Christen, wenn zum Beispiel in der Bibel steht, nimm von jedem Muslim Schutzgeld. Würdest du das machen? Aber Bruder, in der Bibel, das ist ja das Ding, Bruder. Christen würden auch sowas nicht machen. Ja, mein Bruder, aber du sagst ja immer, wenn dies ist, wenn das ist. Verstehst du? Wo steht denn eine Quelle? Zeig mir mal eine Quelle zum Beispiel. Nein, das sind nur Beispiele. Ja, aber genau das meine ich doch, Bruder. Wenn etwas nicht da ist, dann kann man doch auch keine Dinge sagen. Verstehst du? Aber wenn sowas etwas drinstehen würde, würdest du das ja machen. Wenn das alles so ist, dann würde ich, wenn ich mein Gott über alles liebe, würde ich das alles natürlich hundertprozentig tun, was mein Gott mir sagt, 1000%, ja. Aber mein Menschenverstand würde dann sagen, weder der Christentum wäre dann richtig, noch wäre der Islam richtig, Bruder. Aber das ist ja das Ding, im Christentum steht es ja nicht.
Wir sind ja im Jahr 2024. Wir haben, guck mal, wir haben unseren Menschenverstand, ne? Gott hat uns einen gesunden Menschenverstand gegeben. Wenn wir den nutzen, dann kennen wir schon einfach direkt schon die Antworten. Verstehst du? Aber welcher Gott ist denn bitteschön barmherzig und gut, wenn er andere Menschen empfiehlt, wenn sie andersgläubig sind oder ungläubig sind, sie hinzurichten? Das ist ja meine Frage an dich, mein Bruderherz. Deswegen sage ich, Bruder, guck mal, vielleicht sind deine Augen gerade geschlossen, vielleicht ist dein Herz gerade geschlossen. Ich küsse doch dein Herz. Bei mir war das doch genauso, mein Bruder. Verstehst du? Schau es dir an. Lies es dir durch. Ja? Guck es dir an. Ich bekomme, mein Gott befiehlt mir nicht, dass ich dich dazu zwinge, irgendetwas anzunehmen. Absolut gar nicht. Du sollst es vom Herzen tun. Ja? Schau es dir einfach an. Keiner zwingt dich, Bruder. Aber öffne wirklich deine Augen. Ja? Und auch wenn du da bleibst, wo du bist, dennoch wünsche ich dir alles Gute. Ich bin nicht der Mensch, der sagt, jetzt verbrennst du in der Hölle, Schmur in der Hölle, deine Familie ist... Nein, Bruder. Am Ende des Tages mischte ich doch, wir mischen doch alle, wirklich, dass es uns gut geht. Wir wollen doch alle den Paradies betreten, oder? Auf nicht? Jeden Fall. Also ganz ehrlich, ich bin auch, guck mal, ich bin, du weißt ja selber, ich habe selber auch einen Kollege, der selber ist Christ. Ich bin oft mit dem draußen auch, ne? Ich habe auch nichts gegen ihn, auch nicht gegen mir. So ab und zu reden wir mal über Religion und alles schön und gut. Aber ich finde das nicht korrekt von Amir, dass der hier diesen Live aufmacht, über 700 Zuschauer sind. Und dass der diesen Hass verbreitet, das muss doch nicht sein. Aber hast du dann kein Problem mit Allahs Religion, der nur Hass am Verbreiten ist? So, der Hass und Zwietracht. Er redet nur Schlechtes über den Islam. Warum sagst du, dass Allah ein Satan ist? Warum sagst du das? Er sagt es doch selber, Mann. Rede doch mit Alvaro was Schönes über die Bibel. Gott segne dich. Danke, dass du dabei warst. Komm, ich habe keinen Nerv mehr dafür. Also wenn Allah sagt, dass er der Teufel ist, dann sagt er, Amir verbreitet Hass. Das ist krank. Aber hast du gemerkt, Amir, mein Bruder, jetzt? Guck mal. Ja. Man merkt schon von seiner Redensart und so weiter, ne? Du siehst, es liegt nicht an den Menschen. Man hat gemerkt, der Typ hat ein wunderschönes Herz, aber seine Augen und sein Herz ist einfach verschlossen, Bruder. Eure Shisha-Muslim. Ansonsten, er war ein sehr korrekter Mensch. Man hat es gemerkt. Hallo, Jermaine. Al-Turki. Gott segne dich und deine Familie, mein Bruder. Moment. Bruder, Ami, warum lügst du? Du Jehel Kufrpur. Bist du dumm? Warum lügst du? Bruder, du hast den Hadith. Mach mich mal groß. Ich hab den Hadith geöffnet, wo angeblich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich gewaschen hat mit toten Hunden und Menstruationsblut. Lest den ganzen Hadith. Ochsenbillah, du wirst jetzt begraben. Mach mich groß. Guck mal, wie der redet wie Hans. Guck mal, wie der redet. Mach mich groß, ihr Jehel. Lies mal vor. Mach mich groß. Lies doch einfach vor. Abu Sa'id al-Qurti narrated that the messenger of Allah was asked, should we perform the voodoo from the will of Buddha? While it was well, that message rang. Was bedeutet das? Mach mal Stück für Stück. Warte, lass mich ausreden, ihr Jehel. Ach du Scheiße, der ist ja wirklich... From the will of Buddha, while it was well, that message rang. Beruhig dich mal, hallo, beruhig dich. Lass mich lesen, du willst, dass ich lese, ihr Jehel. Ich lasse dich lesen, hallo, beruhig dich. Lass mich lesen. Ich lasse dich lesen, kein Problem, Hansi in klein. Lass uns mal Stück für Stück durchgehen. Lass mich lesen. Aber Jermaine, mein Bruder, warum bist du... Hör doch auf zu bellen, ich lasse dich doch lesen, warte doch. Lass mich lesen. Ich lasse dich doch lesen, ich will nur, dass du Stück für Stück alles übersetzt. Ja. Ja, also, jetzt mach mal. Erster Satz. The messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, asked... Should we perform the wudu from the well of Buddha? Sollten wir Wudu machen von dem, wie sagt man, von Brunnen dem, von Buddha? Brunnen, genau, von dem Brunnen von Buddha. Ja. While it was as well that menstruation rags and dog circumstances and filth are thrown in it. Fragezeichen. Ob was bedeutet das? Hunde, tote Hunde, Menstruationsblut da drinne ist, etc. Aha. Der Messenger of Allah replied, water is pure. Das Wasser ist klar. Warte doch mal ganz kurz. Nichts ist drinne. Hier unten steht. Nein, warte doch mal ganz kurz. That items such as these were discarded needed. And some of the source water may have encountered them. But they were actually thrown as well. Du lügst, hier steht, es wurde nicht reingeworfen. Es war in der Nähe davon, du Jehel. Und jetzt liest deine eigene Bibel, was Paulus macht, diese dreckige Hund.
Also, okay, dass ich euch von seiner Haut die Schweißtücheleien und blind. Schwinde hier raus. Guck mal, was das für ein Dreckhaufen ist. Der hat den Hadith vor sich, ne, der Typ. Der regt sich gerade auf, weil ich die Wahrheit sage, weil die Leute den Mohammed fragen nach dieser Sache und sagen, ja, Mohammed, dürfen wir Wudu so absolvieren, wo doch in diesem Brunnen von Buddha tote Hunde, menstruationsbefleckte Klamotten und Müll der Stadt reingeworfen ist. Und dieser Hadith ist mehrfach überliefert. Das heißt Mutawatir. Mehr von mehreren Leuten. Das ist nicht nur der von Sunan Abi Dawud 66, sondern er wurde in mehreren Hadithen überliefert. Der Typ, der kann ja noch nicht mal ins Englisch. Das ist Schlimme. Das war so die Ausgeburt von Hansi. Habt ihr das gehört, wie der redet? Wie Hansi. Er beruhigt sich also nicht, liest nicht Stück für Stück und versucht das auch gar nicht zu übersetzen. Der ist weder der englischen Sprache mächtig, noch hat er einen Verstand, beleidigt einfach rum. Es ist die Ausgeburt von Hansi. Merkt ihr? Bruder, ich verstehe nicht, warum man so hasserfüllt ist. Ich verstehe das nicht. Haben sie so ausgerastet? Bruder, kannst du sagen, komm mal, mach mich mal bitte groß, ich will das kurz lesen. Aber dieses... Bruder, warum? Warum? Das ist bösartig, das ist ein richtig bösartiger Geist. So, beruhig dich doch, lass dich doch lesen. Mach mal Stückchen für Stückchen, dann erster Satz übersetzen, zweiter Satz übersetzen, lass mal kurz eine Frage einwerfen. Du kannst, alles war kein Problem, ich lass dich doch lesen. Die kommen nervös hier rein, wissen ganz genau, dass die weder Englisch lesen verstehen können und dann auf einmal so einen Quatsch davon sich geben. Und dann sagen die, dass ich lügen würde. Alle kennen den Hadith, die sind alle mächtig genug, in sunnah.com reinzugehen. Das ist einer von hunderten von Hadithen, die überliefert wurden. Ja, Mohammed hat gesagt, Wasser ist rein und wird durch nichts unrein. Auch wenn diese Sachen dort drinnen reingeworfen wurden. Ganz einfach. Aber wäre Mohammed mental in Ordnung gewesen, hätte er gesagt, nein, unter keinen Umständen. Wenn dort ein Brunnen zu finden ist, wo tote Hunde drin liegen. Wer macht sowas, Mann? Wer? Wer würde auch nur in die Nähe dieses Brunnen gehen, um geschweige denn einmal seinen Finger da rein zu tun, wo tote Hunde drinnen liegen? Das ist dann die Katastrophe, ne? Wieder nach dem Paulus beleidigen. Hätte ich das so mit Mohammed gemacht, diesen Satz, was der gesagt hat, ne? Ja. Friede und Gnade sei mit euch, meine lieben Geschwister, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Gott segne dich und deine Familie, mein Bruder. Herzlich willkommen. Eure auch, Geschwister. Und zwar wollte ich euch eigentlich sagen, meine Lieben, vor allem dir, Bruder Amir, ja. der Muslim, mit dem du gerade geredet hast, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, der hat jetzt gerade so einen Hass auf Christen und auf alles, dass er gleich raus rumrennt und irgendwie unnütze Sachen macht, die nichts nützen. Ja, genau, richtig. Ehrlich, also, meine lieben Mitmenschen. Ist ein kaputter Freak. Passt lieber auf, ihr müsst in euch gehen, um irgendwie. Ja, das ist das. Gott, wer hat so geredet wie Hansi? Hast du das gesehen? Das war so die Ausgeburt von Hansi. Der hat den ganzen Tag Videos von ihm angezogen. Ich werde dich jetzt begraben. Hast du gesehen? So kommen die rein. Ich werde dich jetzt begraben. Oder so, wie uns das gesagt hat. Ist das normal? Ist das normal, so zu reden? Ich komme jetzt und ich werde dich begraben. Na, sehr respektlos. So wie es uns unser Gott gesagt hat, ne? Wenn sie euch hassen, dann wisset, dass sie mich mehr hassen als euch. Ganz genau, Amen, Bruder. Amen. Aber ganz kurz mal. Wie wollen die denn, für alle Muslime, die gerade zuhören, wie wollt ihr denn verstanden werden? Ihr sagt, ihr seid Gläubige, wollt uns etwas vormachen und so weiter und so fort, was Sachen mit Glauben zu tun hat. Und dann kommt ihr hier rein beleidigt, seid respektlos, laut, aufbrausend. Das sind alles Eigenschaften des Bösen. Und ihr offenbart euch selbst, wie soll man etwas aufnehmen? Ein jeder, der keine Religion oder Glaubensrichtung hat, der das hört, kann euch nur verwerfen. Also das ist meine Meinung. Okay, deswegen, mein Lieber, mach's gut. Mach's gut. Euch auch. Bleibt in der Liebe, Bruder. Amen. Guck mal hier. Wir haben einen anderen Hadith. Ich möchte euch den mal auch zitieren. Guck mal hier. Das ist aus Sunan an-Nasai Hadith 326. Sunan an-Nasai Hadith 326. It was said, O Messenger of Allah, you perform voodoo from the well into which the
bodies of dogs, menstrual wrecks and garbage are thrown. He said water is pure and it is not made impure by anything. So, jetzt holen wir diesen kleinen Lümmel wieder rein, der mich begraben wurde, und der soll den Hadith lesen. Sein Prophet sagt, und mach gerade Wudu. Was machst du? Soll den Hadith? Ja, ruhig, ruhig, okay, tamam, ruhig. Wir machen ruhig, nicht, weil sonst kriegst du mich. Okay? Schlägst du bitte Sunan an-Nasai, Hadith 3, 2... Ich hab den offen, wo ist das Problem? Ich hab ihn offen, ich hab ihn gerade gezeigt. Schlag bitte Sunan an-Nasai, Hadith 3, 2... Ich hab ihn offen. Okay, mach deine Kamera. Du dumm. Dumm kannst du den nennen, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat. Das ist wirklich dumm. Ja, du kannst deine Tochter heiraten, laut Bibel. Siehst du, was für ein Haufen du bist? Jetzt lenk nicht ab, dass ich dich hier rauswerfe. So. Kannst du das schon lesen, was ich markiert habe, extra für dich? Sunan an-Nasai, Hadith 326, bitte. Wo ist das Problem? Das ist dasselbe. Du hast doch selber gesagt, das wurde überall überliefert. Wo ist das Problem? Ich möchte bitte, dass du Sunan an-Nasai, Hadith 326... Wo ist das Problem? Ich habe das hier offen. Habt ihr das gesehen, Lieben? Habt ihr das gesehen, du hast Lieben, einen der ein Riesenproblem mit seinen eigenen Schriften hat? Jetzt machst du wieder klein. Guck mal, du hast einen Hadith gesehen, genannt, was kennst du. Möchtest du das jetzt machen, ja oder nein? Ich hab doch einen offen. Wo ist das Problem? Du hast diesen Hadith genannt. Sunan Abidabud 66. Du hast mich gerade angelogen, hast gesagt, ich hab's offen. Ich hab zu dir gesagt, hast du Sunan Abidabud? Ja, weil du diesen Hadith genannt hast vorhin. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Hast du das gemacht, was ich dir gesagt habe, oder hast du mich angelogen? Ich habe denselben Hadith offen. Wo ist das Problem? Es geht um dasselbe. Wo ist das Problem? Kannst du bitte für uns alle, weil ich möchte dir beweisen, dass Mohammed wirklich da drinnen Wudu gemacht hat. Es wurde nicht reingeworfen, es steht hier unten, es ist hier, okay, lest doch die Erklärung. Dann lass uns doch zusammen lesen. War in der Nähe davon. Okay, Jamel, dann lass uns zusammen lesen. Du Jehil. Guck mal, schon wieder sagt er sowas. Oh mein Gott, du bist so ein Dumm. Dumm kannst du den nennen, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat. Und jetzt gehen wir wieder zu Sunan an-Nasai, Hadith 326. Ich hab es offen, wo ist das Problem? Warum hast du Angst? Du hast das bitte, selber genannt. Du hast das selber genannt. Bitte, geh bitte zum Hadith und lese uns mal bitte vor. Ich habe es offen. Ich habe extra vorbereitet für dich. Und jetzt wird das schnell öffnen, weil du Angst hast vor diesem Hadith, weil du weißt, ich habe das offen. Willst du mich gerade verarschen? Wer hat Angst vor irgendeinem Hadith? Du sollst einfach lesen, dass dein Prophet... Du hast ihn genannt, du Jehl. Wo du gemacht hast. Du hast ihn genannt. Warum willst du den jetzt nicht besprechen? Diesen Hadith, den du genannt hast. Abinah, gut 66, ist genau das Gleiche. Warum willst du den nicht besprechen, den du genannt hast? Entschuldigung, ich kann mir das einfach nicht geben, das ist krank. Und warum macht Paulus... Ich sag zu ihm, mach bitte das auf, damit du selbst liest, dass dein Prophet wirklich da drinnen Wudu gemacht hat. Und sie ihn gefragt haben, weil sie das nicht fassen konnten. Da will er nicht. Da will er das nicht, das ist krank, Mann. Stell dir vor, irgendjemand würde sagen zu mir, Ami, lies mal 2. Korinther 5, 11. Da sage ich, ja, lass uns lieber andere Vers lesen. Schlag doch auf! Sag mal, geht's den Leuten noch gut oder was? Du siehst ja, dass dein Prophet das getan hat. Amir, Gott segne dich und deine Familie. Alvaro, Gott segne dich. Gott segne dich und deine Familie, mein Bruder. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Kannst du dich gestern erinnern? Gestern hatten wir auch, hast du mich auch gestern reingerufen und ja. Dann hatten sie sich ja gestern bei dir eingehackt. Ja, ich weiß, ich kann mich noch erinnern. Und auf das Thema, worauf ich eigentlich hinaus wollte, was ich gestern auch gesagt hatte, weil die ja vorhin zwei Kameraden reingeholt worden sind. Es geht ja um Folgendes, das ist ja das, was ich gestern gesagt habe. Du kannst nur in Deutschland solche Debatten führen, wenn du als Christ in Afghanistan, im Irak, in Pakistan, im Sudan, in Nigeria, könntest du solche Debatten nicht führen als Christ. Würde man dich nacken therapieren. Und es muss diesen Menschen einfach bewusst werden. Also diese Freiheit, die wir in Europa haben, ja, dass man hier über die Christen reden darf, sich lustig machen darf. Jetzt überleg mal, du würdest das in denen ihre Länder machen. Du würdest live gehen oder du würdest in solchen Ländern über denen ihre, also über einen Propheten so sprechen, ja, oder über den Islam so sprechen. Was denkst du, was man mit einem Christen machen würde? Ich kenne eine Frau, die aus dem Irak geflüchtet ist, das habe ich gestern übrigens auch erzählt, die Christin war, die durfte ja nicht mal sagen, dass sie Christin ist.
Die ist mit zwei Kindern nach Deutschland geflüchtet. Du willst gar nicht wissen, was man im Irak mit Christen macht, in Pakistan, im Sudan, in Nigeria, in Afghanistan. Das sind so schreckliche Dinge, die kann man sich gar nicht vorstellen, ja. Und das sind Dinge, die müsste man denen eigentlich vor den Augen, also das müsste man denen eigentlich zeigen, solche Videos. Und dann sehen, ob man immer noch daran glauben, ob man immer noch denkt, dass dieser Glaube richtig ist, ja. Das ist schrecklich, das willst du gar nicht wissen. Die machen sich ja gar keine Gedanken. Ich kann von morgens bis abends denen hier einen in ihr Gewissen reinreden. Das interessiert die null. Weißt du auch wieso? Weil sie nicht weiterdenken, weitersehen, weiterblicken. Sie haben null Weitsicht. Sie sehen das Leid der anderen nicht. Sie sehen nur ihren Unsinn. Das ist das. Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Nur auf sich selbst. Auf sich selbst. Aber was die Christen durchmachen. Das ist Ungerechtigkeit. Das meint der Herr. Ungerechte werden das Reich Gottes niemals erben. Guck mal, das Schlimme ist wirklich, du willst kein Christ in diesen Ländern sein, das willst du wirklich nicht. Und was mich auch am meisten aufregt, ist immer dieses, ach, wir wären hier nicht liberal in Europa und bla bla bla, und wir würden die an die Wand stellen, und dass die Christen in denen ihren Ländern auch Ostern feiern und Weihnachten, die Christen werden ja da drüben gestreichelt von wegen. Du musst dir überlegen, du darfst nicht mal sagen, dass du Christ bist. Ich habe Leute wirklich aus dem Irak kennengelernt, aus dem Sudan kennengelernt. Du willst nicht wissen, was man mit Christen macht. Das ist fürchterlich, das ist schrecklich. Deswegen habe ich gesagt, lass uns doch einmal den Islam, diese wunderschöne Religion, die zum Frieden aufruft, einmal diesen Frieden an den Muslimen praktizieren. Einmal nur. Sie sagen ja immer, Islam ist Frieden. Ich möchte Sure 9, Vers 29 und die Auslegung von Ibn Kathir an den Muslimen praktizieren. Mal gucken, ob sie alle noch Muslime bleiben wollen. Und zu mir sagen, Armin, du hattest von Anfang an recht gehabt. Wir haben die größte Terrorsekte, die es auf dieser Welt gibt, und diese Religion gehört vernichtet und auf jeder Planet, auf dem Planeten Erden ausgelöscht. Weil du hast vollkommen recht. Wir sind das Ungerechteste, was die Welt jemals hervorgebracht hat, Amir. Weißt du, bist ein sehr weiser Mann, Amir, dass du uns das gezeigt hast, weil wir wollen so einer Terrorsekte nicht beigehören. Du hast vollkommen recht, Amir. Weißt du, Amir, das Problem ist, nehmen wir mal an, ich würde sagen, dass dieser Glaube ein friedlicher Glaube ist. Wie kann dann sein, dass in 80-90% dieser Länder, also dieser islamischen Länder, Christen verfolgen und wirklich Nackentherapien? Wie kann es denn sein? Es muss ja irgendwas da drin stehen. Es muss ja irgendwas da drin stehen, dass man Christen verfolgt. Es muss ja da drin stehen. Wie kann es sein, dass Länder wie Afghanistan, Pakistan, Sudan, Nigeria, Irak und egal wie auch immer, wie kann es sein, dass diese Länder Christen verfolgen? Da muss ja irgendwas drin stehen. Das kann nicht wahr sein, dass man herkommt und sagt, das ist alles friedlich und das stimmt alles gar nicht. Das geht nicht. Man kann nicht sagen, dass all diese Länder etwas falsch verstehen. Verstehen die alle was falsch? Gibt's doch gar nicht. So sieht's aus. Ich glaube, die Euro-Muslime haben den Islam falsch verstanden. Das ist das Problem, was wir haben. Amir, ja. Mein Freund. Ja. Was haben denn die Christen in Irak und so gemacht? Komm, sag mal, 1,2 Millionen tote Sunniten-Muslime, ja? Achso, du willst sagen, dass George Bush und die Soldaten Christen waren? Sagte, ne? We do this. Seht ihr das Verständnis von einem Muslim? Habt ihr das gesehen? Seht ihr, mit was wir es zu tun haben? Habt ihr das gesehen? Amir, es ist ein Prototyp von islamischer Dummheit. Prototyp eines islamischen Dummheit. Der kommt rein mit so einem Blödsinn. Warum bist du so nervös? Ami, rede ruhig. Komm, habt ihr das gesehen, wie ich ausflippen könnte über sowas? Frieden. Islam bedeutet Frieden. Ihr habt den Islam falsch verstanden. Ja, natürlich. Wir alle sind dumm. Nur du bist der Wahrhaftige. Ich sag ja, wir haben alles falsch verstanden. Mohammed hat sogar den Islam falsch verstanden. Nur du hast den Islam richtig verstanden. Was haben denn Christen in Irak, in Libyen gemacht? Was haben die denn dort gemacht? Bitte. Deutschland war auch dabei beteiligt. Waren das Christen, Anwar? Natürlich, die hatten Bibelverse auf den Maschinengewehren. Hör doch auf. Bibelverse auf den Maschinengewehren. Natürlich, liebe deinen Feinde und tu Wut, die dich Aber doch nicht den Namen Gottes. Christen in diesen Ländern. Ich kann diesen Dreck nicht hören, bitte. Mein Gehirn geht gerade den Bach unter. Für deinen Müllhaufen, was du da erzählst. Lass nicht meine armen Gehirnzellen weniger werden. Ich muss mein Gehirn schonen. Mit so einem Abfall, was er da sagt. Geistlicher Durchfall nennt man sowas. Christen, 1,2 Millionen Muslime. Was habt ihr Christen gemacht? Schau dir das mal an. Das war ganz sicher nicht im Namen Gottes. Das war bestimmt nicht, das steht bestimmt nicht in der Bibel drin. Das sind Menschen, die marschier da rein und macht das. Das ist nicht im christlichen Sinne gewesen. Also, das ist das, was die nicht verstehen.
Ja, wenn irgendwelche Amerikaner irgendwo angegriffen haben, dann war das bestimmt nicht, weil in der Bibel drinne steht, tu die Nacken therapieren oder was weiß ich was. Das macht doch gar keinen Sinn. Man kann doch nicht Religion mit Politik vergleichen. Ich vergleiche doch nicht Äpfel mit Birnen. Ich kann doch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Versteht ihr, wo wir gelandet sind? Leute, dieses Gedankengut, dieser Euro-Shisha-Muslim ist weit verbreitet. Das erstmal rauszuholen aus ihren Köpfen ist der absolute Wahnsinn. Das ist eine Mammutaufgabe, ist das, ey. Bitte, das kannst du keinem erzählen, ey. Was haben die Christen gemacht? Was habt ihr Christen bloß gemacht? Warum habt ihr zu viel auf Jesus Christus gehört, der gesagt hat, liebe deine Feinde, tu wohl denen, die dich hassen und bittet für die, die dich beleidigen und verfolgen. Seht ihr, das Christentum ist nicht friedlich. Lass mich doch ausreden. Und dann kommt noch das dazwischen, das ist so heftig. Anwar, bitte verschone mich mit deinem geistigen Unsinn, bitte. Komm. Irgendwo ist auch eine Grenze erreicht der Lächerlichkeit, ich bitte dich. Irgendwo gibt's doch eine Grenze der Lächerlichkeit. Wie viel wollen wir denn noch überschreiten? Wie viel? Wie viel denn noch? Wie viel? Hallo? Gott, hört man mich? Deine Familie, mein Bruder. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne euch auch. Ich wollte nur mal eine Sache sagen. Ein oder zwei? Was? Ein oder zwei ist egal. Okay. Wie viele du willst. Erstens machen mich solche dummen Aussagen erstmal richtig aggressiv von den Leuten, von den komischen Leuten, die hier reinkommen. Ich verstehe das nicht. Nein, aber das ist sehr gute Laune, sowas zu hören, dass Christen einmarschieren in Länder und sie auf Jesus Christus natürlich gehört haben. Also man kann das natürlich verbinden. Man kann das natürlich in Verbindung bringen, dass Jesus Christus, ein Pazifist, nie auch nur jemanden ein Haar gekrümmt hat und dass seine Anhänger dann in Länder marschieren und Frauen vergehen. Das passt natürlich sehr zu Christen. Sehr. Also wie behindert muss man noch sein? Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Also irgendwo der Behindertlichkeit haben wir schon erreicht, oder? Ja, das Ding ist... Versteht ihr, was hier los ist? Die Behinderung haben wir schon überschritten. Das ist wie Schallmauer durchbrechen. Noch was dazu. Warte, guck mal ins Gesicht. Das kannst du keinem erzählen. Sie haben Bibelverse auf ihre Waffen gehabt. Liebe deine Feinde, du wirst sie dich hassen. Nur so hältst du das aus. Ich sag's dir, ansonsten gehst du kaputt. Nur so hältst du das aus, sonst gehst du kaputt. Ich sag's dir auf TikTok. Was sich hier rumtummelt, das musst du dir erstmal geben. Der eine ist nicht in der Lage, einen englischen Text zu lesen. Der andere sagt, dass Christen in Irak einmarschiert sind. Die anderen sagen, dass Aisha eine Erwachsene war, obwohl sie mit Puppen gespielt hat. Ich kann das alles nicht mehr. Die Verwirrung ist schon verwirrt, ich sag dir. Mein Therapeut braucht einen Therapeuten bald. Für euch alle jeden Tag Kamelurin. Weißt du was? Guck mal, jetzt eine ernste Frage an dir. Kamelurin, dieses süße Zeug geht her. Kamelurin, 15 Kilo ist nicht schwer. Ich kann nicht mehr. Ja, ich steh mir bei, ich halte das irgendwann nicht mehr aus, ja. Alles, ich hab eine ernste Frage. Ja, wenn ich jetzt rausreden, ja. Okay, jetzt kannst du wieder reden, ich musste gerade meinen Frust rauslassen. Kein Problem. Jetzt mal ohne Spaß. Kann das wirklich einfach sein,
dass die so nichts dafür können, dass die einfach nicht so weit denken können jetzt. Ohne Spaß, dass der IQ einfach nicht so hoch ist. Sie können nicht, du siehst es, ihr hört es mit euren eigenen Ohren, was hier los ist, Mann. Aber vielleicht können die nichts dafür, Mann. Weißt du, was der Herr Jesus Christus schon damals vor 2000 Jahren erwähnt hat gegenüber diesen Leuten? Matthäus 13,13, sie haben Augen und sehen nicht, haben Ohren und dennoch hören sie nicht. Verstehst du? Das ist das. Tun mir manchmal leid. Eigentlich immer. Ja, eigentlich immer. Mir tun eher meine Geschwister in Christus leid, die aufgrund solcher Menschen den Leid erfahren müssen. Verstehst du? Das ist das. Aber du hast dich umgebracht, oder? Kamelori, gib das Süße her, Kamelori. Ja, das ist ein sehr, sehr heftiger Song, der wird bald auf Spotify kommen, ich sag's dir. Ach, Bruder. Oh mein Gott. Nee, die Ditsche, die Sedai Hoschkeli da, ne? Weil wir die Ajabse da, die Moran. Moran. Ja. Salam, du regisch mir noch. Fehlt nur noch, dass unsere Eltern kommen und dann sagen: Die Gorkumboi muss das Lotte Luther spielen. Ich Assas muss das Lotte Luther spielen. Die Gorkum, du sollst in die Gorkum. Aber schon Lotte Luther, sag. Aber schon die Bulle. Tut mir leid, ich habe gerade auf Persisch gesprochen. Ich habe gerade gesagt, damals unsere persische Eltern, ne, wenn du zum Beispiel mit deinen Freunden angekommen bist, dann sagen sie immer meistens, schau dir nur an, ein Haufen von Nichtsnutze, mit denen du abhängst. Immer. Jede persische Eltern sagen das, egal wie cool deine Freunde sind oder wie gut sie sind, wie nett sie sind. Sie sagen, schau dir diesen Haufen an, mit dem du bist. Einer schlimmer wie der andere. Warum bist du nicht Arzt geworden, Junge? Warum bist du nicht Arzt geworden? Das ist der Standardsatz, ehrlich. Das ist dieser persisch, dieser typisch persische Satz, Alter. Gar nicht der Satz. Ja, genau. Ach, du machst doch die! Hey, Bruder, du machst doch die, hey, Bruder. Nicht gut. Wie haben wir uns da heute noch ein Schuh? Ja, nur die Perser können das gerade fühlen, ne? Wenn du zum Beispiel ein Wähler, wenn du Perser bist, ne? So, wer ist denn mit uns in der Leitung hier? Der Bruder ist eingeschlafen. So, es hat der Aldi Talk. Okay, Aldi Talk kann nicht schon mit rein. Okay. Guck, jetzt hole ich wieder Anwar rein und guck mal, was der wieder sagt. Schau mal. Ich krieg direkt wieder Gehirnzellen. Amir, du wolltest doch Sure 9 Vers so und so an jemanden ausführen. Ich stelle mich zur Verfügung. Traust du dich? Sure 9, Vers 29. Traust du dich? Natürlich nicht, ich bin ja nicht so ein Dämon, der das macht. Nee, du hast doch gesagt, du willst das an jemanden ausführen. Wallahi, ich hab gesagt, am liebsten würde ich dir mal eine Medizin von dir geben, die du anderen gibst. Zeig uns, dass du wahrhaftig bist und wahrer Christ bist und wahrer Mut im Herzen hast. Ich bin ein wahrer Christ, deswegen mach ich das ja nicht. Du hast doch gesagt, du willst das an jemanden ausführen. Ich stell mich zur Verfügung, ich bin bei dir in der Nähe. Ich hab gesagt, ich wünschte, ich könnte euch das einmal, das Leid, was die Christen in eurer Religion durchmachen. Mach es doch, stell mich zur Verfügung. Ich bin ja nicht so. Wenn ich in der Welt leben würde, wäre ich schon direkt los. Warum greifst du eigentlich den Islam so extrem an? Ich meine, weil der Islam auch mich um meine Christen anzulegen. Habe ich euch das nicht gesagt? Guck mal, die ganzen Leute, LG und alle, die du kennst, die kenne ich auch. Ja, wundervoll. Und jetzt? Und eine Sache. Nein, du greifst den Islam an. Du hetzt hier gerade gegen die Muslime.
Ach so, Hetze gegen Hass. Irgendwann böses Blut entsteht und die Leute sich draußen sehen und gegenseitig. Wer ist denn derjenige, der Hetze und Hass verbreitet? Was meinst du? Du bist der krasseste Hetzer. Du hast mit TikTok angefangen. Ach so, also gibt's noch, andere krasse Hetzer, so wie Allah, ne? Wallah, hört deine Mutter dich nicht reden, Armin, und kriegst zwei Ohrfeigen? Also ich meine, das muss nicht. Nein, ganz so gar nicht. Meine Mutter hat mit sowas gar nichts zu tun. Guck mal, Armin, warum brauchst du Polizeischutz? Ich brauch Polizeischutz? Nein, ich geh mal mit dem Herrn Jesus Christus vorbei. Wenn du Polizeischutz brauchst, lass uns treffen jetzt, komm. Aber Anwalt, Bruder, du bist wieder so hasserfüllt, genauso wie gestern. Ja. Alvaro, ich bin... ich will ihn einfach reden. Ich will, dass er seine Religion schön, Alvaro, dass die Leute das hören. Bruder, ihr sagt doch zum Beispiel, der Islam, ne? Guck mal, ich bin ja ein neutraler Mensch, das weißt du, ne? Da kommt der gerade noch rein und sagt, Islam ist Frieden. Ja, das meine ich ja, Bruder. Islam ist Frieden, aber du wolltest doch mit dem Muslim das raus und dann sagst du, komm her. Islam ist Frieden, aber auf meine Art und Weise. Ja, nein, ist nicht Frieden, wir dürfen uns verteidigen. Du wolltest das mit einem Muslim durchführen, ich stelle mich zur Verfügung. Ah, also sagst du, dass Sure 9, Vers 29 das allerletzte Dreck ist, ne? Ist nicht allerletzte Dreck, mach das an mir. Das ist ein Vers, das war Krieg, kein Problem. Die haben den Vertrag gebrochen. Das ist ein allgemein gültiger Vers. Mach das bei mir, du wolltest das doch machen. Ich müsste den Vertrag von Omar an dir praktizieren. Ihr dürft Babys töten. Warum immer nur Babys? Ihr dürft Babys töten. Wegen so solchen Leuten wie euch greift man unsere Frauen draußen an. Stell dich doch mal zur Verfügung hier. Vielleicht kriegst du noch mehr. Mohammed hat sehr, sehr viele Dörfer auseinandergenommen und die Frauen erbeutet. Was sagst du dazu? Guck mal, Christen, was Christen gemacht haben, Amir, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich danke dir ganz herzlich für Kamilori. Vielen Dank, Anwalt. Guck mal, in Bosnien. Ja, Bosnien, genau. Sehr gut. Abu Shrek. In Bosnien, genau. Ja, Ex-Muslim, war ja Maniak, du Hund, du Götter, du. Oh, guck mal, wie der schön den Koran rezitiert, habt ihr gehört? Warak, ja Hund, warak Hund. Habt ihr gesehen, wie er seine Religion repräsentiert? Ist das krank. Hallo. Aber du kannst den Islam eh nicht aufhalten, das ist verschwendete Zeit. Aber ich kann sehr viele Muslime aufklären, du siehst ja, dass ich eine sehr große... Du lächerlich machen jeden Tag. Lächerlich macht sich derjenige, der sich im Mund vom Buddha... Mit deinem Lachen, hör auf zu stottern, meldet den alle, dann werden wir den los. Tschüss. Okay, alles klar, danke dir vielmals für deinen wundervollen Content. Ihr könnt mich nicht melden, man, rafft ihr das nicht? Nix melden diese. Diese Shake ist gut, ist am Shake. Gottes Segen. Gottes Segen, Bruder. Gott segne dich. Ganz kurz, ich höre euch nicht, ne? Ganz gut. Ja, dann musst du wieder, ich glaube, Satan hat ruiniert. Ja, Mohammed hat ja gesagt, da ist jemand nicht aufgestanden zum Fajr-Gebet, da hat er gesagt, ja, das Solala, der ist nicht aufgestanden zum Fajr-Gebet. Da hat er gesagt, ja, Satan hat in seine Ohren reingepisst. Satan kurz, Satan pinkelt, Satan steht ein US-Haare vor den Hintern der Muslime. Was ist das für ein Glaube, Mann? Oh Gott. Auf die Abi. Ex-Muslim. Ja. Boah, was kann ich für dich tun? Lass mich bitte ausreden. Lass mich bitte ausreden. Bruder, erstmal nicht hallo, wie geht's dir erstmal? Gott grüß dich oder sowas. Gott segne erstmal dich und deine Familie. Herzlich willkommen im Stream. Diese Politik brauchen wir jetzt nicht. Ex-Muslim. Guck mal, du weißt, was für die Muslime dieser Monat bedeutet, richtig? Das weißt du. Ich weiß gar nichts. Ein Moment bitte. Abgesehen davon, was du davon hältst, ja, wie deine Einstellung ist, du weißt, was die Muslime von diesem Monat halten, richtig? Ja, Christen in den islamischen Ländern halten auch sehr viel von ihrem Fastenmonat. Wie geht ihr mit ihnen um? Wie gehen wir denn damit um? Erzähl mal.
Ach, du siehst das Leid der Christen nicht, ne? Du siehst nur dein Problem mit Ramadan hier, ne? Dass ein Amir... Nein, nicht nur... nicht nur mit Ramadan. Das ist dein größtes Problem, ne, mein Lieber? Das größte Problem ist, guck mal, ich bin ein offener Mensch, ja? Ich gebe, jede Religion geben mir Respekt. Aber das, was du machst in diesem Monat, ja? Das ist, ich kann dich nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen von dir. Warum hat denn Allah nicht Respekt, wenn das so ist, wie du sagst? Allah hat nicht Respekt? Allah hat überhaupt gar keinen Respekt vor Juden und Christen. Ja, was hältst du denn von einem Gott, der sagt, geh und bekämpfe die Leute und nimm von ihnen Schutzgeld? Ist das Respekt haben vor dieser Religion oder was? Ex-Muslim, guck mal, ich sag dir eine Sache, das, was du machst, ist eine ganz, ganz große Respektlosigkeit. So, und ich finde das respektlos, ich sag dir das im Vernünftigen. Guck mal, ich sag dir das im Vernünftigen. Ja, das, was du machst, ist eine große Respektlosigkeit. Was deine Meinung ist, da kann keiner was sagen. Deine Meinung ist deine Meinung, da kann keiner was sagen. Aber das, was du gegenüber den Muslimen... Das ist eine große Respektlosigkeit gegenüber meinem Glauben, weil er sagt, dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist. Was machen wir jetzt? Wir kann man nicht Geld machen. Wir kann man nicht helfen. Das ist das Problem. Lass die Muslims in Ruhe. Lass die Muslims in Ruhe, okay? Okay, lass die Christen in Ruhe. Geh zu deinen muslimischen Leuten in den islamischen Ländern und sag, hört auf, die Christen zu verfolgen. Bruder, das Ding ist, jeder, der hier hochkommt, kommt ohne Fakten, ohne ein Vers, ohne eine Quelle. Sie wissen genau, was das für eine Religion ist. Sie wissen genau. Sie warten nur, bis sie die Oberhand haben. Alle wissen wir das. Deswegen werden wir niemals aufhören, niemals. Damit ja, noch alle, so viele die hier Menschen hochkommen, möglich diese Wahrheit hören und ihre Augen nicht verschließen vor dem Wahnsinn. Oder meinst du, wir sind die dumm oder was? An alle, bitte, tut mal bitte den Gefallen, ja. Ihr seid doch Menschen, korrekte Menschen, gutherzige Menschen, ne? Euer Religion heißt doch auch Frieden, richtig? Kommt hier hoch, hört auf zu beleidigen, er sagt hier gerade gar nichts. Kommt hier hoch, hört auf zu beleidigen, zeigt einen Vers, eine Quelle, ja, wobei er zum Beispiel jetzt Unrecht hat, was der Arme dabei sagt, ja. Er sagt ja auch eine Vers, eine Quelle und sagt Sura hier, die ist das, ja. Also wenn ihr wissen seid, kommt hier hoch und nicht einfach so dieses, hör auf damit, ja. Ja, das bringt ja nichts. Ihr müsst euch ja quasi da verteidigen. Ihr müsst ja eure Religion verteidigen, ja. Shalom und Gottes Segen, meine lieben Brüder. Der Herr segne Gott segne dich und deine Familie, mein Bruder. Herzlich willkommen. Super, was ihr macht. Macht weiter so. Lasst euch nicht hindern. Ich kann nicht verstehen, wie man so einen Propheten folgen kann, der auf kleine Kinder steht. Das ist für mich unbegreiflich. Statt dass sie sich darum mal Gedanken machen, kommen sie lieber in den Live und versuchen hier irgendwie zu melden. Sie regen sich darüber auf, dass man die Fakten auf den Tisch legt. Jesus Christus war der Friedefürst. Und was die da machen, Islam ist Frieden. Ich war Samstag auf die Straße, hab da evangelisiert, kamen 4 Muslime zum Glauben. Was haben die gemacht? Die haben Steine nach uns geworfen, Eier nach uns geworfen, unsere Mütter beleidigt, aber wir waren dennoch im Frieden. Und dann wollen sie hier sagen, Islam ist Frieden, komm hier rein wie Internet-Rambos und beleidigen, das geht nicht mehr. Liebe Muslime, bitte ändert eure Gesinnung, kehrt um, kommt zu Jesus. Er schenkt wahren Frieden, er schenkt wahre Freude. Lasst euch versöhnen mit Gott. Folgt nicht dem Hass. Wie könnt ihr einem Propheten folgen, der tot ist? Folgt lieber dem, der das Leben in sich hat, der den Tod besiegt hat, der dein Ende ein Ende macht. Ja, genau. Danke dir, mein Lieber. Gerne. Gottes Segen. Wünsche ich dir auch. Bruder, jeder ist gestorben, Leute. Jeder ist gestorben, ob Prophet oder nicht. Jeder ist gestorben. Außer Gott. Ja. Er ist wieder auferstanden. So müsst ihr das wohl. Körper ist. Er sagt in Offenbarung 1,18, siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was für ein Satz, ne? Ich bin der Erste und der Letzte. Und der Wahrhaftige, der Allmächtige, der kommen wird. Amen, Amen, Gottes Segen. Ja, der Herr Jesus Christus ist der Gott der Muslime. Nur sie begreifen es nicht. Das ist das Problem. Sie wollen nicht, dass Gott Mensch wurde, um für sie zu bezahlen. Das wollen sie nicht. Sie wollen lieber Mohammed mit 6-jährigem Kind. Das wollen sie. Das ist für sie heilig. Das kannst du keinem erzählen, ne? Das begreift ein Fünfklässler, würde das begreifen. Möge der Herr sie recht leiten, Bruder. Möge der Herr die Ungläubigen recht leiten, ja.
Was kann ich für dich tun, Dawa? Alles gut, Bruder, ich bin hochgekommen, ja. Ich wollte ein bisschen reden. Ja gut, ich will die Muslime mal reinholen. Alles gut, Bruder, soll ich runtergehen? Ja, ja, dann hol ich dich später wieder rein, wenn ein bisschen ruhiger geworden ist. Ja, okay, so. Ja, manchmal weiß man gar nicht, wer ist hier. Hallo? Hört man mich? Ja, man hört dich. Wie geht es euch erstmal? Alhamdulillah, Jesus. Jetzt geht's gut. Hast du Alhamdulillah gesagt? Alhamdulillah, Jesus. Okay, was heißt das? Gepriesen sei Jesus. Okay, ich wollte nur mal kurz eine Sache sagen. Ich war gestern Moslem. Gestern war ich noch Moslem. Heute bin ich Moslem und morgen werde ich auch noch Moslem bleiben. Allahu Akbar. Ich werde alle auf unsere Seite kommen, inshallah. Möge Allah euch alle recht leiten. Möge Allah euch alle auf den geraden Weg bringen. Seid friedlich, seid korrekt zu jedem. Auch Christ. Ja, aber warum ist denn deine Religion nicht korrekt zu jedem? Verstehe ich nicht. Der sagt, seid korrekt zu jedem, aber seine Religion sagt ihm, kämpft gegen sie, dass es keine Verwirrung mehr gibt und die Religion gänzlich Allahs ist, Sure 8, Vers 39. Allah sagt in Sure 2, 216, vorgeschrieben ist euch der Kampf, auch wenn es euch zuwider ist. Siehst du? Was macht der gute Junge, der hier drin ist? Der sagt, seid friedlich, siehst du? Allah sagt das eine und der Muslim praktiziert das andere. Krank, ne? Das ist das, was ich zu euch sage, ihr Lieben, das, wie verstörend das ist. Ex-Muslim, du wirst wieder Muslim. Ich spüre das in meinem Herzen. Okay, Ex-Muslim, du wirst wieder Muslim. Inshallah wird Allah dich wieder auf den geraden Weg bringen. Ja. Ich freue mich auf dich und ich werde dich mit offenen Armen empfangen. Ja, dann sehr oft. Einen Tee trinken gehen und danach wirst du inshallah wieder den geraden Weg finden. Mit Chai trinken wir, mit einem schönen Doppelkopfapfel. Ich sag doch nichts Schlimmes. Warum sagst du sowas? Genau, ich möchte Kamelurin fahren. Berko. Ja, Bruder. Mein geliebter Bruder, nur Jesus kann die Rettung bringen, Bruder. Niemand anderes, niemand sonst. Jesus ist die Rettung, Bruder. Unsere aller Rettung. Amen. Ja, das gebe ich mir jeden Tag den Wahnsinn, ne? Um jede einzelne Seele noch zur Umkehr zu bringen, bevor es zu spät ist bald, ne? Du siehst ja, bald ist der digitale Euro wird eingeführt, das Bargeld wird verschwinden und die Muslime werden in die nicht, noch nie dagewesenen Wahnsinn hinein verfrachtet, ne? Das ist schon echt, geht schon echt auf die Nerven manchmal, ne? Dass sie einfach die Wahrheit nicht erkennen müssen, Bruder. Das ist echt schade einfach. Was soll ich dir dazu sagen? Ich meine, wie viele Beweise braucht man denn noch? Ne? Dass Jesus Gott ist. Also wie viele Beweise braucht man noch? Also, Bruder, ich verstehe das nicht. Ja. Ich verstehe das einfach nicht. Matthäus 28, Vers 18. Ich habe alle Autorität im Himmel so auf Erden, Alter. Sehr gut. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich und der Vater sind eins, Bruder. Johannes 10, Vers 30. Johannes 8, Vers 58. Bevor Abraham ich war. Bruder, das sind... Sehr gut. Du bist gut. Hast du schon einiges angesammelt. Ne? Einiges Bibelfersen. Sehr gut. Ich komme jetzt sofort wieder. Mach das, mein Bruder. Und vor allem das, was, wo der Philippus, Leute, ne, wo Jesus Christus, unser Gott, gefragt hat, zeige uns den Gott. Und er gesagt hat, schon so lange bin ich bei euch. Du hast mich immer noch nicht erkannt, Philippus. Und du fragst immer noch nach dem Vater. Also, ey, noch klarer geht es doch gar nicht mehr.
Was will man denn noch da bewiesen bekommen? Und noch was. Im Koran steht doch, dass Jesus das Wort Gottes ist, richtig? Richtig oder falsch? Im Koran steht, dass Jesus das Wort Gottes ist, richtig oder falsch? So. Allah hat die Welt durch das Wort geschaffen, also ist das Wort der Schöpfer. Das sagt doch alles. Jesus ist das Wort. Jesus ist Gott. Was gibt's daran nicht zu verstehen? Ich frage mich manchmal, liest ihr überhaupt die Bibel oder liest ihr überhaupt den Koran? Also hat sich schon mal jemand überhaupt mit der Bibel befasst? Ich bin ja am Anfang meines Dings jetzt, ne? Also ich bin ja komplett unwissend. Aber das sind ja schon diese Sachen, das. Hä? Es ist so einfach. Einfach mal die Augen öffnen und eure Herz öffnen. Mehr müsst ihr nicht tun. Ihr kommt immer hier hoch und sagt, bitte rede nicht so, bitte rede nicht so. Ja, aber das verleugnet ihr, das, was da drin steht. Seid ihr blind? Bei den Muslimen heißt es ja, die Augen sind blind oder die Herzen sind blind oder keine Ahnung, ne? Nicht die Augen sind blind, sondern ihre Herzen, Bruder. Bei euch sind nicht nur eure Herzen blind, sondern auch eure Augen blind. Da ist ja komplett alles blind. Oder wollt ihr einfach nur sagen, weißt du was, egal was ist, dass ihr recht habt. Denn wenn ihr das liest, dann versteht ihr doch. Befasst euch doch damit. Nicht diese Leute, die einfach sagen, mir egal, ob ihr Muslim oder Christ, ne? Mir ist es sowas von egal. Ihr wisst, ich bin super neutral. Nicht, ich hasse so Menschen, die einfach sagen, ich bin Christ, haben sich nicht mal damit befasst. Ich bin Muslim, haben sich nicht damit befasst. Ja? Ihr habt doch nicht mal ein einziger Vers von eurem Koran. Irgendwas habt ihr Ahnung, Alter. Ihr habt nichts davon gelesen. Das Einzige, was ihr kennt und könnt, vielleicht die ein oder anderen können die Al-Fatiha und die ein oder anderen können die Shahada, ja. Und das Einzige, was die meisten einfach nur können, die meisten, nicht alle, ne, ich will ja nicht über alle urteilen, ist maximal, man darf keinen Alkohol trinken. Man muss Jungfrau bleiben, vor der Ehe. Ja, Bruder, ich küsse dein Herz. Das ist aber, da, wenn du schon sagst Koran, Bruder, wenn du schon sagst Christentum, dann musst du dich doch auch mit deiner Religion befassen. Oder habe ich etwa Unrecht an die Christen und auch an die Muslims? Ist ja keine Beleidigung. Ja, dann müsst ihr euch doch auch damit befassen. Nicht diese zwei, drei Sachen und das war's. Und wenn ihr euch damit befasst, dann seht ihr, dass das Wort Gottes Jesus Christus ist. Ja, er ist das Wort. Er ist Gott. Denn ich bin die Wahrheit, der Weg, Gott. Ich und Vater sind eins. Wollt ihr sagen, damit ist es gemeint, während er zu Philippus gesagt hat, schon so lange bin ich bei dir und du hast mich immer noch nicht gesehen, ja, du hast deinen Vater immer noch nicht erkannt und du fragst mich immer noch, wo Gott ist. Wollt ihr mir damit sagen, dass Gott ein Kind hat? So quasi, wenn man ein Kind hätte, ne, wäre das ja, wäre ja etwas sterblich, oder? Nicht unsterblich, richtig? Gott ist so unsterblich. Leute, ihr habt die Antwort vor euren Augen. Und wenn Gott, ihr sagt ja, Gott ist allmächtig, aber ihr akzeptiert nicht, dass Jesus Christus auch in Menschenform da sein konnte für uns, in seinem Menschenkörper.
Und wir sagen ja, Gott ist Jesus Christus, richtig? Die Muslime sagen, Jesus Christus ist ein Prophet, aber nicht Gott. Aber ihr sagt doch, Gott ist allmächtig. Warum könnt ihr das dann nicht akzeptieren? Wenn Gott allmächtig ist, kann er doch alles tun. Der kann in eine Menschenform kommen, der kann sogar in eine Tierform kommen, der kann fliegen, das ist Gott. Gott ist allmächtig, Gott kann alles. Gott konnte Tote zum Leben erwecken, richtig? Wer hat es geschafft? Hat das Mohammed gemacht? Hat er Tote zum Leben erweckt? Nein. So eine Kraft hatte er nicht. Nur Gott kann. Er hat Tote zum Leben erweckt. Tote. Das war Jesus Christus. Eben Allah. Ja, du sagst ja, eben Allah, richtig. Aber Jesus Christus hat doch Menschen, also tote Menschen zum Leben erweckt, richtig. Du guck mal, du hast die gerade selber dir ins Bein geschossen, mein Bruder. Du sagst richtig, Allah, ja. Jesus Christus hat tote Menschen zum Leben erweckt. Komplett tote Menschen. Guck mal, wie ihr euch selbst gerade weggeschossen habt. Er hat Blinde wieder sehend gemacht, ja. Hallo. Hallo, Gott segne dich und deine Familie, mein Bruder. Herzlich willkommen. Alvaro, du Trittbrettfahrer, was geht? Mal doch mal bitte was? Ich sag, Alvaro, du Trittbrettfahrer. Auf zu beleidigen, sonst gehst du sofort runter. Das ist keine Beleidigung. Du sollst vernünftig reden. Das ist eine Feststellung. Eine Feststellung ist, dass Mohammed ein 6-jähriges Kind geheiratet hat und die Ehe mit 9 vollzogen hat und dieses Kind mit Puppen gespielt hat. Das ist eine Feststellung. Du hast gesagt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, ne? Ja, genau. Also wie dumm kann man eigentlich sein? Jeder weiß, ja, genau, wie du kann man sein, einen Gott zu glauben, ganz der ein Schienbein hat und so darauf Haare hat. Keine Ahnung, du bist total unterbelichtet. Das tut mir schon. Unterbelichtet kannst du den nennen, der ein Bein hat und darauf Haare drauf. Du bist so unwissend, geh runter, du blamierst dich in einer Tour. Okay, das stimmt. Danke für Kackerbrot. Möge Gott dir deine Sünden vergeben, Bruder. Amen. Möge Allah Schienbein auf dir ruhen. Was war? Viel Kamelurin auf deinen Kopf. Wie du immer sagst, Bruder, das kannst du doch keinem erzählen. Ja. Gott segne dich und deine Familie, Bruder. Herzlich willkommen. Gott segne dich. Hallo? Hallo, hört mich? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hörst du? Ja, rede. Sag gegrüßt, meine Bruder. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, euch auch. Ich habe eine Familie, Bruder. Ja. Ich habe gestern mitbekommen bei Flex, dass angeblich Allah zwei Beine hat, einen Arm und er ist taub auf eine Seite? Nee, der hat ein Bein, ein Fuß, zwei rechte Hände und wolliges Haar, einen grünen Anzug, ist kleinwüchsig, hat kein Bart und ist am Lächeln. Das ist Allah. Also das stimmt, okay. Das war die Frage. Und dass er mit einem Bein also in der Höhle steckt? Ein Fuß, also die Hölle wird zu ihm sagen in Sure 50, Vers 30, dass da noch, sind da noch mehr, die ich verzehren kann, wird das Feuer sprechen. Da sagt Allah, nein, jetzt reicht's. Und dann setzt er seinen Riesenfuß in die Hölle rein. Ja, okay. Der wird dann auch so schreien wie ich gerade. So. Da habe ich ja noch was mitbekommen, das da mit dem Stein. Stimmt das? Ja, also der Moses... Dass er den Stein Käfer genannt hat und da ständig draufgehauen hat? Das weiß ich nicht, aber der Moses hat seine Kleider zum Trocknen auf einen Stein gelegt und dann musste er nackt hinter dem Stein herlaufen, weil der Stein mit seinen Klamotten abgehauen ist. Ja, okay. Warte mal, ich habe noch eine Frage gehabt. Warte mal kurz, ich muss mal lesen. Was hast du für eine Frage gehabt? Warte kurz, ich stumm mich mal kurz an mir, okay? Ja, okay. Oder komm einfach gleich wieder rein. Ja, okay. Okay, jetzt halt.
Hallo Otto. Gott segne euch. Gott segne euch. Gott segne dich. Also, Alvaro, ich wollte dir sagen, weil ich schon ein paar Tage bin ich auch, beobachte ich das. Pass mal auf die Leute, wo also wollen dich wieder zurückziehen. Ich habe gestern auch so gemerkt, diese weiß ich nicht, Ingerwo 2 hat es. Gott 2 oder sowas. Der ist also das Schlimme. Dann merkt man, wenn jemand ist gut und dann hört man so Leute, der will dich wieder zurückziehen. Also mein Bruder, ich sage dir eine Sache. Ja. Wenn du mit deinem Herz und deiner Seele, ja, wirklich deinen Gott liebst und deinen Gott akzeptierst, genau, wirst du dich von keinem Menschen dieser Welt davon in der Irre leiten führen. Verstehst du? Und ich hoffe, weil ich sehe dich auch, du hast so einen Schuss, also so einen Glaubensschuss gekriegt, dann glaube ich nicht, dass du wiederkommst zurück zum Muslimen. Nein. Bruder, allein schon, wenn man sagt, falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele führen. Verstehst du, mein Bruder? Allein der Vers, das sagt schon alles, mein Bruder. Und das sage ich euch auch, Amir und dir, Alvaro, dieser Satz ist vom Bibel geklaut mit dem Entblößung von dem Allah sein Bein, weil das war nicht Entblößung, nur das stand im Bibel, dass jede Knie werde sich beugen und die hätte das... Und die hätten das genommen im Koran, als Allah würde dann weißt du, unsere also Bein zeigen. Also das war, also die wollen nicht wortwörtlich das abschreiben, aber die wollen das zeigen, also vom Bibel, das würde sich jede Knie beugen vom Jesus. Danke dir, Otto. Gott segne dich. Ja, Gott segne auch. Dich, mein Bruder. Also, Alvaro, bleib stark. Danke, mein Bruder. 100%, auf jeden Fall. Also selbst. Ja. Gottes Segen, Bruder. Amir, weißt du aber, was ich richtig, richtig krass feier? Hört mal ganz genau zu. Wallahi, ihr seid zwei Opfer. Ihr redet über den Namen. Ja, aber wie geht's in einem Muslim hat seine Mutter gepickt, du ehrenloser Hurensohn. Hast du das gehört? Das ist gerade dein Frieden. Das ist Islam Frieden. Praktizieren in seiner Abscheulichkeit. Habt ihr gesehen? Ja. Das ist Liebe. Boah, ich antworte ihn jetzt zurück. Ich weiß nicht, was dein Gott dir beigebracht hat, mein Bruder, aber mein Gott hat gesagt, vergebe ihn. Deswegen, ich vergebe dir deine Sünde. Ja, Amen. Sehr gut. Ja, das ist der Unterschied, ne? Sie wissen ganz genau, dass sie nach ihrem Tod für alle Ewigkeiten verloren gehen. Und die Christen werden dann nach Hause gehen, zu ihrem himmlischen Vater, wo sie hingehören. Amen. Ist das peinlich, ne? Ist das peinlich für den Islam? Dass sich solche Muslime, also das immer wieder, das ist ein Phänomen, das wir bestaunen dürfen. Nur Muslime benehmen sich so krank, ne? Keine Christen, keine Buddhisten, keine Hinduisten, egal wie sehr oder wie heftig das Gespräch ist. Klar können hier und da mal ein bisschen hitzige Debatten entstehen, aber so, diese Redensart ist... Oder das Ding ist ja, sie akzeptieren einfach nicht. Ich bin einfach hier, weißt du, ich stelle niemanden bloß. Ich rede nicht mal schlecht über eine Religion, Bruder. Ich sage einfach nur von unseren Brüdern, die zum Beispiel weder Moslem sind oder Christen sind, ne? Ich sag, guck mal, so wie die Muslime das machen und sagen, guck mal, der Weg ist Allah, ne, also Islam. Und ich sag, der Weg ist Christentum, ja, beziehungsweise Jesus Christus ist der richtige Weg. Das war's. Aber wir sollen akzeptieren, sie akzeptieren nicht und beleidigen? Hä? Das macht keinen Sinn, mein Bruder. Bruder. Ja gut, wir dürfen nicht zurückbeleiden. Hallo, Schick. Ach, mein Bruder. Und ich grüße auch dich, Alvaro, mein Bruder. Gott segne dich und deine Familie, Bruder. Herzlich willkommen. Gott segne eure Familien auch, meine Brüder. Gott segne eure Familien auch. Ist doch wunderschön zu sehen, wie die Muslime immer an Ramadan ihrem Propheten am besten folgen, oder? Ja, das ist sehr, sehr gut. Immer schön diese schönen Wörter benutzen, damit alle Menschen sehen, dass der Islam einfach nur aus der ganzen Welt verbannt werden sollte. Einfach nur aus der Welt raus. Damit alle Menschen in Ruhe leben können. Ganz ruhig, dafür beten wir auch. So wie der alle Islam. Nehmen und auf den Mars schicken. Dort können die dann ihre Steinigungen machen und alles Mögliche. Ja genau, nimm einfach mal den Islam aus meinem Land, dann wirst du sehen, was aus dem Iran wird. Ein aufblühendes, aufstrebendes Land, das mit an der
Verwirklichung der Veränderung der Welt mitwirken würde, glaube ich mir. Und zwar im Positiven. Das stimmt wirklich. Genau, Bruder. Das stimmt wirklich. Bruder, guck mal, weißt du, was das Ding ist? Diese Menschen, die hier hinkommen und nicht mal Ahnung von ihrer eigenen Religion haben, Bruder. Die Länder, ne, die so sind, islamisch sind, muslimisch sind, die Länder, Bruder. Glaub mir, wenn die ein paar Monate dort leben würden, die würden sofort rausbauen. Ja? Natürlich. Guck mal, es sind ja, guck mal, die sagen ja Käfir und ungläubige Land und dies, das, ungläubige Christen, dies, Christen, das, bla, 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 ne? Bruder, es sind doch genau diese ungläubige Länder, die sie aufgenommen haben. Ich meine, zu Hause geben, das muss ich mal vorstellen. Das muss ich mal vorstellen. Sie sind hier und beschweren sich noch darüber, das ist so klar. Beißen die Hand, die sie füttert. Ja, genau. Ja. Wo haben die Muslime das gelernt, Bruder? Also für alle Muslime nochmal zum Aufschreiben, von wo ihr diese schöne Sprache gelernt habt. Das ist in Adab al-Mufrad, wenn ich kurz zitieren darf, wenn das mein Bruder Amir erlaubt. Hier steht das nämlich wunderschön. Warum sagt ihr, weiß in die Klippe von Alat oder was? Ja, nicht nur das. Das ist ja in Sahih al-Bukhari, Ding sagt, der Vater von Aisha. Moin. Aber wir haben ja direkt hier auch was von Muhammad, wo er sagt, ich sah bei Ubay einen Mann, der sich selbst in der Abstammung mit einer Zuschreibung von Jahiliya zuschrieb. Also bei Ubay. Er soll in das männliche GLIED seines Vaters beißen und sprach nicht im übertragenen Sinne. Daher, er solle explizit sein. Also in den PINES seines Vaters beißen. Es scheint, dass du damit nicht einverstanden bist, sagte er. Ich werde diesbezüglich niemals Besorgnis gegenüber irgendjemandem zeigen. Wahrlich, ich habe den Propheten, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden schenken, sagen hören. Also er hat es gesagt. Tamam, Bruder, tamam, chill doch mal, warte doch mal, lass mich doch mal ausreden. Warte mal kurz. Guck mal, warte, lass mich Schönes gefunden. Lass mich zu Ende zitieren, danach kannst du reden. Also. Was denn? Der lügt mit einem deutschen Namen und ist ein Moslem. Ja, guck hier, steht. Wer sich selbst in das ist so gute Voraussetzung für einen Moslem. Ja. Sehr gute Voraussetzung für einen Moslem. Bleib mal ruhig. Jetzt ist auf einmal Ali. Bruder, wie er Angst hat, dass ich das zitiere und sich Detlef nennt. Ist der Wahnsinn. Guck mal, Soll ich mal anfangen oder willst du zu Ende reden? Ja, lass mal zu Ende reden, bevor du quatschst. Also, wer sich selbst in der Abstammung einer Zuschreibung der Jahiliya zuschreibt, sagen sie ihm, er solle in das männliche GLIED seines Vaters beißen und nicht im übertragenen Sinne sprechen. Das befindet sich in den ach so heiligen Büchern des Islams. Masha'Allah. So, ich habe mal hier was Schönes gefunden aus dem Mose. Ja, was sagst du denn erstmal dazu, bevor du zum nächsten Thema sprichst? Warte, lass dich doch auch mal ausreden. Todesstrafe. Ja, möchtest du darauf eingehen oder möchtest du was dazu sagen oder nimmst du das einfach hin? Söhne. So. Kannst du mal bitte darauf eingehen und dann das nächste Thema aufmachen? Todesstrafe für vergewaltige Mädchen, wenn sie nicht laut genug geschrien haben. Vielen Dank. Oh mein Gott. Todesstrafe für Homosexuelle. Oh mein Gott, das ist... Was mit dir, der Typ? Er redet über Homosexuelle. Der Islam sagt, müssen wir uns jetzt unser Gebet machen vor einem Homosexuellen. Ami, du kennst den Hadith. Ich weiß, ja. Wurde gesagt, ja, natürlich. Der Wahnsinn, ey, wirklich der Wahnsinn. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steine schmeißen. Der geht und googelt einfach nach. Yes, grausame Bibelzitate. Bruder, das Beste, was die können. Einfach. Ist das krank? Der Bruder, das ist infektiös. Natürlich, wenn seine Religion den Wahnsinn beinhaltet, dann muss er natürlich auch gucken, dass er irgendwie was im Internet findet gegenüber der Bibel. Aber nein, die Bibel kannst du nicht angreifen. Ja, aber somit greift er auch das Wort seines Gottes an. Ne? Obwohl er sich derjenige war, der das herabgesagt hat. Quellen bringt er auch wieder keine. Bruder, der Islam hat so viel, ey. Wenn ich anfange, hört's morgen nicht mehr auf. Bruder, soll mal zeigen über Mohammeds heiligen Exkremente, über sein Urin, über sein Kot, über sein Blut. Ja, sehr, sehr schmackhaft. Soll mal zeigen? Hier, bitteschön.
Ihr seid in Doppeltgefahr. Wenn zwei Sheikhs und zwei Sheikhs hier auf einmal am Start sind, seid ihr doppelt gefährdet. Doppelgefährdung. Seid ihr doppelt dreifach gefährdet. Schau mal hier. Hier, gehen wir mal los. Komm hier. Mohammeds Urin. Mohammed sagte, sein Urin ist ein Heilmittel gegen Magenbeschwerden. Steht in Al-Sira al-Nabawiyah von Ibn Kathir, Band 4. Also alles immer schön mit Quellen abgedeckt. Seite 462. Mohammeds Urin machte Wasser süß und kühl. Köstlich. Steht in Dalalil Nabuwa von Al-Baikai, Band 2, Makkah. Mohammeds Blut, sie haben sogar Mohammeds Blut getrunken, wie die Vampire. Das Trinken von Mohammeds Blut rettet einen vor dem Höllenfeuer. Das steht in Ashifa von Qadi Ilya, von Gerd Abdel Rauf Hiba, Seite 80. Das Trinken von Mohammeds Blut half vor dem Menschen sich zu retten vor dem Höllenfeuer. Sogar von Chorophilie steht hier drinnen. Mohammeds Kot roch nicht schlecht. Abu Bakr bin Sadiq al-Maliki berichtete in seinem Buch Al-Badi, der Wunderbare, in den Zweigen der Al-Malikiya, der Maliki-Schule der Rechtswissenschaft, über beide Aussagen, die von Menschen mit profundem Wissen diesbezüglich angenommen wurden, und untersuchte sie in Bezug auf ihre schafitische Rechtsschule. Er beschloss und erklärte, Friede sei mit ihnen, hat nie etwas Schlechtes oder Unangenehmes ausgeschieden. Ash-Shifa von Qadi Ilya, von Gerhard Abdel Raoud Hibia, Seite 79. Mohammeds Fäkalien werden automatisch von der Erde verschluckt. Mashallah, Bruder. So, da geht's noch weiter und weiter. Mohammeds Schleim wurde als Gesichts- und Körperlotion verwendet. Sahih al-Bukhari steht das drinnen. 27, 31 und 27, 32. Mohammeds Spucke. Mohammeds Speichel versorgte Babys mit Nahrung und Trost. Mohammeds Schweiß ist das wohlriechendste Parfüm. Sahih Muslim 23, 31. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Kehrt um zu Jesus Christus, bitte, liebe Muslime, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ist traurig, ne? Was für einen Kult die daraus gemacht haben, ne? Das ist nichts anderes als ein Kult. Ja, ich schwör's dir. Und dann sagen die, ihr vergöttert Jesus Christus. Ja, was, wie nennt ihr denn das, was ihr da macht? Ja. Ihr trinkt sein Blut, ihr trinkt den Kacke von ihm alles. Ja. Ja. Und dann, sagen die immer, wir würden auf Kacke backen und tun das aus dem Kontext reißen. Ich habe die Fatwa hier, in dem der Sheikh sagt, ja, dürfen wir von Kuhmist auf Kuhmist backen. Das Bruder, ist gegeben. Ich bin ehrlich, oder? Ich wusste das nicht. Gerade gelesen hat, nicht mal das wusste ich jetzt gerade. Das ist krass. Bruder, ich schicke das. Das, was er gerade gelesen hat, der Sheikh, ne? Ich wusste das nicht. Das ist sehr, sehr krass. Ich schick dir alles. Schick mir, Bruder. Schick mal auf Instagram, nachher, Bruder. Das ist Bruder, wir krass. Schreiben nachher. Ich schick dir mein Telegram-Adresse. Ich schick dir alles. Danke, mein Bruder. Krass, Problem, krass. Wow. Hauptsache, du arbeitest. Hauptsache, du kannst für den guten Kampf kämpfen. Grüß dann jetzt, mein Bruder. Boah, krass. Einfach nur krass. Ja, ja, ist noch nicht alles, Bruder. Noch lange nicht alles. an den lieben Leiter, der sagt, die lügen dich an, Alvaro. Siehst du das denn nicht, ihr Hass, Bruder? Der hat doch gerade Verse gesagt, weißt du, Verse von Koran selber. Er sagt ja nicht irgendwie irgendwas, er gibt dir doch Quelle, er gibt dir doch den Vers, alles Mögliche. Wie kann es denn bitte schön dann gelogen sein? Willst du dann sagen, dein Koran ist dann gelogen? Verstehst du, was ich meine? Deswegen, aber ich werde das auf jeden Fall auch überprüfen. Ich bin, wie gesagt, ich bin immer ein Mensch, auch wenn ich Christ bin, auch wenn ich nur an Jesus Christus glaube, an meinen Gott glaube, ja, nur auf ihn höre, nur an ihn glaube, bin ich trotzdem ein neutraler Mensch. Und möchte auch trotzdem immer mehr wissen. Das ist ja, ne, das ist ja halt dieses menschliche, ich will halt immer mehr erfahren, mehr wissen, mehr lernen. Deswegen. Das ist auch richtig so. Wissen ist Macht, Bruder, Wissen ist Macht.
Vorsicht, Bruder, rückwärts parken, immer gefährlich. Aber du bist keine Frau. Nein, ich kann das schon. Ich weiß, wie das funktioniert. Ja. Ich wissen diese. Ich wissen diese. Ich wissen diese. Was machst du? Nimmt jetzt jemand sein Paket? Was? Tust jetzt jemanden sein Paket abliefern? Ja, der kriegt gleich ein Stummschaltpaket. Stummschaltpakete werden abgeliefert. Jetzt macht jemand seine Packung. Ja, genau. Packages. 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 Alter. So, ihr Lieben. Ich mache jetzt mal ein bisschen Schluss. Ich glaube, ich komme gleich nochmal live, ne? So gut. Mach das aber. Okay, Bruder. Gott segne euch und eure Familien. Der Islam ist eine einzige Lüge. Jesus Christus bleibt die einzige Wahrheit. Rettet eure Seelen. Und deine Familie, mein Bruder. Gott segne eure Familie, mein Bruder. Amen, Amen. Euch auch. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen, Bruder. Amen. Okay, ihr Lieben, macht's gut. Ja, danke schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Liken, Teilen, wie auch immer, die ganzen Geschenke. Dankeschön von ganz Herzen. Möge der Herr euch segnen. Bis später, ja. Gottes Segen. Ciao. Gottes Segen. Ciao. Ciao.